Ja, herzlich willkommen bei den Freien Demokraten. Vielen Dank, dass Sie unserer Einladung so spontan gefolgt sind. Wir machen Veranstaltungen ja sonst mit ein bisschen mehr Vorlauf, aber die jetzige Situation treibt auch uns noch mehr ins Digitale und gibt uns die Möglichkeit, Veranstaltungen auch relativ zeitnah zu aktuellen Themen aufzustellen und zusammenzustellen und durchzuführen. Wir sind jetzt live bei YouTube, bei Facebook auf der Bundestagsfraktionsseite und auch auf der Webseite unserer Fraktion. Und wir möchten heute über Möglichkeiten der Digitalisierung in der Covid-19-Krise sprechen. Wir stecken ja auch ein paar Chancen drin. Die gesamte digitale Transformation bekommt einen Turbo. Nicht nur in der Bildung, nicht nur bei solchen Veranstaltungen. Vieles, was vorher vielleicht auch aus Bequemlichkeit gar nicht versucht wurde, ist jetzt wieder möglich. Aber wir stellen eben auch fest, dass im Rahmen der Bekämpfung der Pandemie oder der mit Klarkommen damit, wir teilweise noch Methoden verwenden, die schon aus dem Mittelalter herrühren. Und die Digitalisierung kann uns hier an vielen Stellen helfen. Und darüber möchten wir heute mit Ihnen und mit unseren Referenten sprechen. Ich darf heute begrüßen Ladies First, die Geschäftsführerin von Digital Health Germany, Ines Manegold. Sie ist Projektleiterin einer Initiative, die ein digitales Gesundheitszertifikat entwickelt. Und mit ihr werden wir nachher auch noch sprechen und sie wird uns einiges erzählen. Herzlich willkommen, liebe Frau Manegold. Außerdem ist der Julian Teike bei uns. Er ist Gründer und CEO der VFOX-Gruppe, Versicherungsbereich angesiedelt. Aber darum soll es heute gar nicht gehen, sondern er ist Mitgründer von Gesund Zusammen, Healthy Together, einer Zusammenarbeit von Startups aus dem Fintech-Bereich, aus dem Tech-Bereich, die an einer Tracing-App arbeiten. Und darüber wird er uns nachher auch etwas erzählen. Ja, außerdem ist Ranga Yogeshwar bei uns. Wer kennt ihn nicht? Ich kenne ihn noch von Kopfball und anderen Wissenschaftssendungen aus meiner frühen Jugend. Ich freue mich, dass er uns heute ein bisschen die Wissenschaftsperspektive erläutern wird. Und die ist ja auch ganz, ganz in aller Munde. Wir reden selten so viel über Wissenschaft geredet wie in den letzten Wochen und Monaten. Dann, um uns auch unsere Position der Freien Demokraten ins rechte Licht zu rücken, ist Manuel Höferlin bei uns. Er ist unser digitalpolitischer Sprecher, aber auch Vorsitzender des Ausschusses Digitale Agenda und last but not least Christian Lindner, Vorsitzender der FDP und auch Vorsitzender unserer Bundestagsfraktion, ist heute bei uns. Seien Sie mir alle recht herzlich willkommen. Ja, mein Name ist Frank Sitter. Ich bin stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Freien Demokraten im Deutschen Bundestag und da unter anderem auch für den Bereich Digitalisierung und digitale Infrastruktur zuständig und schmeiße mich quasi auch heute in das Abenteuer, hier so eine digitale Veranstaltung zu moderieren. Ich sehe auch, wird mir geschrieben, die Teilnehmerzahl auf allen Kanälen, die steigt permanent an und ich will noch kurz einen Überblick geben, wie der heutige Abend ablaufen soll. Wir beginnen mit Christian Lindner, der uns gleich in Form eines Grußworts die Positionen auch der Freien Demokraten zum Thema Digitalisierung und Covid-19-Krise erläutern wird. Dann übernimmt Ranga Yogeshwar, hat auch ein paar Folien für uns vorbereitet, wie gesagt, um die Wissenschaftsperspektive reinzubringen. Und uns Politiker, wir sind ja immer so ein bisschen auch getrieben, alles zu politisch zu sehen. Wir brauchen aber auch im Background, im Hintergrund Wissenschaftler, um unsere Entscheidungen zu begründen. Dann machen wir eine erste Fragerunde an Christian und an Ranga Yogeshwar. Sie können das in den jeweiligen Kommentarspalten bei YouTube, bei Facebook dort gern sozusagen die Fragen stellen. Wir sammeln das ein Stück weit und ich versuche so gut wie möglich auch Ihre Fragen mit einzubringen. Ich habe hier und da vielleicht, wenn es Zeit erlaubt, auch noch eine und die anderen Panelisten sind natürlich auch herzlich eingeladen, Fragen zu stellen. Danach gehen wir in eine zweite Runde. Julian Teike wird uns was erzählen über das Projekt der deutschen Startups zum Thema Tracing App. Dann ist Manuel Höferlin dran und last but not least Ines Manegold erzählt uns etwas über das Gesundheitszertifikat. Wir machen dann wieder eine Fragerunde, ganz wie in der Runde zuvor. Und dann sollten wir in anderthalb Stunden knapp drüber diese Veranstaltung beenden. Und ein bisschen werde ich zusammenfassen, was wir gelernt und erfahren haben und wie es dann weitergeht. Ein, zwei Abstimmungen machen wir zwischendurch, um Sie und euch auch ein Stück weit zu beteiligen, wenn nicht jede Frage gestellt werden kann. Aber die Abstimmung werde ich rechtzeitig zwischendurch ankündigen. Da kommt dann in den jeweiligen Formaten, in den jeweiligen Tools, wo ihr das schaut, ein Link und dann kann man dort abstimmen. So, jetzt ist eigentlich alles gesagt, was wichtig ist. Und jetzt, genug der Vorrede, freue ich mich, dass Christian Lindner uns in einem Grußwort
in die Veranstaltung einführt. Und danach geht es weiter mit Ranga Yogeshwar. Da komme ich nochmal als Moderator kurz dazwischen. Und ich freue mich riesig darauf. Lieber Christian, du hast das Wort. Ja, vielen Dank, lieber Frank. Ein herzlicher Gruß an alle Panelisten und alle, die uns auf den unterschiedlichen Kanälen jetzt zuschauen. Und vielen Dank für die Bereitschaft, insbesondere an unsere Gäste, so kurzfristig zur Verfügung zu stehen für dieses Online-Event. Der Hintergrund ist einfach erklärt. Schon seit einigen, ich glaube jetzt Wochen, bin ich mit Julian Teike im Grunde permanent in Kontakt. Er schreibt mir regelmäßig über die Bemühungen seiner Initiative, mit einer Tracing-App in Deutschland endlich in der Praxis anzukommen. Und Ranga Yogeshwar habe ich kürzlich getroffen bei einer Fernsehsendung bei MyBrit Illner, wo wir uns auch über die Frage Digitalisierung ausgetauscht haben. Und mir schien das kein Zufall zu sein, dass von zwei unterschiedlichen Seiten das Thema Digitalisierung an mich, ist ja ohnehin ein Thema für uns Freie Demokraten schon lange, in dieser Covid-19-Krise herangetragen worden ist. Und das war der Grund, warum wir diese Veranstaltung so kurzfristig organisiert haben. Diese Krise, diese Ausnahmesituation verlangt von uns allen Flexibilität und Schnelligkeit in vielen Bereichen. Und mich beeindruckt, dass an vielen Stellen in der Praxis, in Institutionen des öffentlichen Bereichs, aber auch in Betrieben der Privatwirtschaft, lange bereits geplante IT-Projekte, wo es viele Bedenken gab, plötzlich sehr schnell umgesetzt werden. Ich erinnere mich noch an Zeiten im Bereich der Schulen, wo eine Diskussion darüber geführt wurde, ob man denn überhaupt E-Mail-Verteiler, WhatsApp-Gruppen und anderes einrichten können dürfte. Und jetzt aufgrund der Sachzwänge von außen, aufgrund der pandemischen Ausnahmelage, jetzt ist das plötzlich alles möglich geworden. Und das ist gut so. Ich wünsche mir, dass wir diesen Schub, diese Veränderungsbereitschaft auch für die Zeit danach uns behalten, denn es gibt viel zu tun. Wir als Fraktion der Freien Demokraten im Deutschen Bundestag sind vielleicht ein Beispiel, wie man auch analoge Prozesse umsetzen kann in den digitalen Bereich. Denn wir hatten einen parlamentarischen Weiterbildungsurlaub, als wir nicht im Deutschen Bundestag waren und konnten, mussten, durften eine Fraktion ganz neu aufbauen, konnten also ganz neu überlegen, wie würde man heute, also damals im Jahr 2017, Fraktionsarbeit in einem Parlament organisieren. Nicht mehr mit Papier, auch nicht mit Word-Dokumenten, die im Überarbeiten-Modus verschickt werden, sondern kollaborativ auf einer Intranet-Plattform, weshalb wir jetzt im Grunde gar keine so große Veränderung unserer Arbeitsweise spüren. Wir haben immer schon mobil gearbeitet, von zu Hause gearbeitet, gemeinsam an Projekten gearbeitet. Und ich glaube, dass nicht nur wir damit ein Alleinstellungsmerkmal haben, sondern dass das vielleicht auch ein Modell ist für andere öffentliche und private Institutionen. Leider gibt es dort viel Nachholbedarf in der öffentlichen Verwaltung. Das wird uns jetzt in dieser Ausnahme, dieser gesundheitlichen Ausnahmesituation überdeutlich. Die Beamten werden teilweise ohne Dienstlaptop ins Homeoffice geschickt und sind dort dann natürlich abgeschnitten und können nicht arbeiten. Das Auswärtige Amt beschafft jetzt Tausende von neuen Laptops und schickt sie mit größten Schwierigkeiten in alle Welt. Ministerien holen alte Möhren aus dem Keller, damit überhaupt irgendwie Arbeitsfähigkeit hergestellt wird. Und natürlich besonders belastend die Situation in den kommunalen öffentlichen Verwaltungen, da ist das Geld knapper gewesen. Viele haben noch oder arbeiten sogar immer noch mit Windows 10, nicht digital, nicht plattformbasiert. Und oft genug sieht man Bilder, da wäre Windows 10 schon ein Traum, weil noch Formulare von Hand auf Papier ausgefüllt werden und dann gefaxt werden. Da wäre dann schon die Excel-Tabelle ein zivilisatorischer Quantensprung. Dabei ist genau das gegenwärtig das Wichtigste oder wäre im Konjunktiv gesprochen das Wichtigste, dass wir überhaupt ein vernünftiges Lagebild bekommen, dass wir also die unterschiedlichen Daten, die es gibt, Auslastung der Krankenhäuser, Zahl der Neuinfektionen, gerade noch aktiv Erkrankte, dass wir das genau wissen, dass wir eine genaue Datenbasis haben über diese und viel mehr Parameter,
um dann auch die staatliche Krisenstrategie sehr genau feintunen zu können. Ursprünglich hatte ja die Bundesregierung angegeben, naja, alle 10 Tage dürfe sich nur die Zahl der Infizierten verdoppeln, das sei schon gut, dann wurde das wieder verändert, dann geht es jetzt um den Reproduktionsfaktor 1 und plötzlich ist auch der hoch umstritten. Gerade am heutigen Tag sehen wir, dass es Kritik gibt an der Informationspolitik des RKI, des Robert-Koch-Instituts. All das hätte man vermeiden können, wenn wir eine transparente Datenbasis durch Digitalisierung haben. Das wäre der nächste Schritt und das erlaubt dann auch eine evidenzbasierte Öffnungsstrategie. In Österreich ist man ja in Österreich, nicht Israel, nicht Silicon Valley, in Österreich ist man in dieser Frage wesentlich weiter. Da gibt es bereits digitale Zwillinge, mit denen Ausbreitungswege modelliert werden. Auf der Basis wird dann auch entschieden, welche nächsten Schritte der Öffnung oder eben Nichtöffnung verantwortbar sind. Da sind wir leider noch weit von entfernt. Man muss es so sagen, an manchen Stellen ist die Fortschreibung der Krisenstrategie in Deutschland stochern im Nebel oder trial and error, freundlicher gesagt, weil eben die evidenzbasierte, die Datengrundlage fehlt. Auch bei der Tracing-App wenig Fortschritte. Die wird seit längerer Zeit, ich will vielleicht sogar sagen seit Monaten, diskutiert. Gab eine harte Debatte zwischen zentralen und dezentralen Lösungen. Ich habe sehr früh, oder wir als Freie Demokraten, sehr früh an den Bundesgesundheitsminister appelliert, habe auch einen Brief geschrieben, doch auf die deutsche Start-up-Community zuzugehen, die wirklich das Know-how haben. Also nichts gegen Jens Spahn, das hier sind seine Räume, ich bin ja sein Mieter. Das da unten ist auch noch sein IKEA-Regal, das da oben habe ich aufgestockt. Also nichts gegen Jens Spahn, schätze ich sehr. Aber das ist nun nicht das konzentrierte IT-Know-how im Bundesgesundheitsministerium, auch nicht im RKI. Sinnvoll wäre es da also gewesen, frühzeitig das Know-how unserer Start-up-Community mit einzubinden. Ich will jetzt nicht spoilern, aber nachdem der eine Pfad der zentralen Datenspeicherung, vielleicht muss man sagen zum Glück, wegen der damit verbundenen Überwachungsrisiken, nachdem der gescheitert ist, gibt es nun einen Kontakt in die Start-up-Community und damit hoffentlich mehr Tempo. Und ich freue mich, wenn Julian Teike und Manuel Höferlin uns dazu gleich mehr berichten. Ja, und der nächste Schritt für eine digitale Pandemiebekämpfung, das wäre der Gesundheitsausweis, also eine Immun-App. Daran arbeitet auch ein Konsortium. Und ich freue mich, dass Ines Mayergold heute bei uns ist. Und sie ist die Geschäftsführerin von Digital Health Germany, Projektleiterin für ein Gesundheitszertifikat. Auch die Bundesdruckerei ist da mit im Boot. Und unsere Kollegen Frank Sitter und Manuel Höferlin waren schon im letzten Jahr dort und haben sich Prototypen bzw. Vorläufer angesehen. Ein solcher Ausweis wäre natürlich eine enorme Erleichterung für Lockerungen und für die Aufhebung von Bewegungsbeschränkungen bei denjenigen, die dann vielleicht schon als immunisiert gelten dürfen. Also, über diese Themen wollen wir hier heute sprechen. Und ich hatte begonnen mit Ranga Yogeshwar und ich ende auch mit Ranga Yogeshwar. Ja, in der Tat, ich kenne ihn auch von Kopfball und von anderen Gelegenheiten. Ich habe ihn bei Madrid Illner gesehen und habe gesehen, dass er geradezu einen, wie soll ich sagen, fast missionarischen Impuls hatte, alle Teilnehmer zu informieren über das, was zum Beispiel die Max-Planck-Gesellschaft in der Frage macht. Und ich bin dir, Ranga, dankbar, dass du die Einladung angenommen hast, uns an deinem Wissen teilzuhaben und deinen dringlichen Appell mit Blick auf die Digitalisierung auch hier an unsere Community zu richten. Also vielen Dank, dass du hier bist. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und allen vielen Dank für die Teilnahme. Und ich glaube, Frank, ich gebe jetzt dem Ranga gleich das Wort weiter. Nein, genau, du kommst noch. Ich komme noch mal ganz kurz damit, wenn ich auch noch mal zu sehen bin. Also Ranga Yogeshwar, ich habe das Wort. Wir sind extrem gespannt, was Sie uns zu berichten haben. Na klar, also ich habe einfach ein paar Folien vorbereitet. Das heißt, ich switche jetzt meinen Laptop um. Zuerst einmal hallo in die Runde. Das Komische ist, dass man diese digitalen Runden nicht so direkt sehen kann. Aber ich switche mal auf den Bildschirm und möchte euch ein paar Sachen wirklich im Detail zeigen.
Ich hoffe, das klappt und ihr könnt was sehen. Einen Moment, ich muss noch die Anzeige tauschen. Ihr seht jetzt ein erstes Bild, gebt mir nur mal kurz ein Feedback. Da müsste Bills of Mortality drauf sein. Ja. Okay. Also, warum zeige ich das? Weil ich glaube, wir wiederholen im Moment Patterns, die es schon früher gab. Das waren sozusagen die Johns Hopkins-Daten im 17. Jahrhundert bei der Pest. Und wenn man sich überhaupt mal anschaut, wie sind die Muster, dann sieht man, in der Pestzeit hatte man Masken, man hatte Abstand, man hatte Quarantäne. Und ich habe manchmal so den Eindruck, ja, das sind so die Register, die wir heute vielleicht ein bisschen moderner machen. Aber meine spannende Frage ist, okay, was können wir noch machen? Zunächst einmal, und ich weiß, dass diese Zahl unglaublich oft genannt wurde, aber von den meisten eigentlich nicht verstanden wird, nämlich die sogenannte Reproduktionszahl oder Reproduction Number, R oder R0 genannt. Und ich möchte einfach ganz kurz mal, das wird jetzt kein Schulunterricht, aber kurz mal zeigen, im Grunde genommen fließen drei Dinge ein. Also, wenn man guckt, wie breitet sich eine solche Epidemie aus, dann gibt es in Blau das K, das steht einfach für die Anzahl der Kontakte pro Zeit. Q, das ist die Wahrscheinlichkeit der Infektion, und dann D, die mittlere Dauer der Infektiosität. Und Blau, Anzahl der Kontakte, wenn man also R runtersetzen möchte, muss man Kontakte minimieren. Das haben wir gemacht durch die sogenannten Kontaktbeschränkungen. Die Wahrscheinlichkeit der Infektion kann man auch runterbringen. Das ist der Grund, warum wir die Hände waschen, warum wir Abstand, die Abstandsregelungen haben, warum wir inzwischen auch Masken tragen. Aber es gibt einen Parameter, den wir momentan viel zu wenig behandeln, und das ist die Frage der Dauer der Infektiosität. Und die Frage ist, wie könnte man das beeinflussen? Nun, bevor ich darauf eingehe, noch einmal ganz kurz, wichtig dabei ist, dieses R0 sollte möglichst kleiner sein als 1. Warum? Links seht ihr, was passiert, wenn R größer ist, zum Beispiel in dem Falle 2, dann gibt es eine Kettenreaktion, das heißt, für jede Generation wächst das Ganze, und das ist genau der Zustand, den wir nicht wollen. Wenn man hingegen 1 hat, ist es stabil, aber wir wollen, ich jedenfalls und auch durchaus eine Menge von auch Kollegen aus der Wissenschaft, in eine Situation, wo wir deutlich unter 1 kommen, weil dann das Ganze abschwächt. Nun, ich weiß, im Moment gibt es ganz viele Debatten, und das ist eine Sache, die mich ehrlich gesagt auch ein bisschen stört, weil die Wissenschaft relativiert wird. Also ich werde danach ein bisschen erklären, was meine Interpretation ist. Aber es gibt eine Zahl, und die kommen so langsam, und die sind hart. Und das sind die sogenannten Excess Deaths oder Mortality Rates. Das heißt, die zusätzlichen Toten, die man einfach verzeichnet. Die haben den großen Vorteil, da gibt es also nicht irgendeine Dunkelziffer, da kann man wirklich operieren mit Daten. Und was man weltweit sieht, ist, dass genau diese Zahl wirklich sprunghaft nach oben gegangen ist, vermutlich sogar höher ist als das, was wir bei Johns Hopkins oder beim RKI sehen. Also Beispiel New York, ja, da haben wir ein Plus von 12.700 Toten, was phänomenal ist. Oder in der nächsten Folie, wenn wir das auf Länder bezogen, sehen wir überall diesen Stachel, der natürlich extrem schmerzhaft ist und hinter dem sich, wie gesagt, hier nicht irgendeine komische Berechnung befindet, sondern tatsächlich die Zahlen, die man evaluiert und dann vergleicht mit dem, was typischerweise der Fall ist. Da gibt es auch kleine Streuungen, das seht ihr zum Beispiel bei Dänemark oder bei Holland an den verschiedenen grauen Linien, aber man sieht deutlich, da gibt es einen dicken Bump. In anderen Worten, wir stehen in einer Phase, wo nach wie vor die Corona-Pandemie real und echt gefährlich ist. Das fängt im Moment an, sich ein bisschen zu verwischen. Und da bin ich ganz straight und sage, Leute, wir müssen da anders drauf gucken. Der zweite Punkt ist, dass wir im Moment eine Strategie fahren mit Social Distancing. Und diese Strategie ist evaluiert worden von Kollegen vom Imperial College, die demnächst übrigens noch eine zweite Simulation dahinter bringen. Und was man hier auf dieser Grafik sieht, ist Folgendes. Man sieht die blauen Striche, und das sind die Phasen, wo man Social Distancing macht. Und dazwischen gibt es dann Phasen, wo das Ganze sich wieder auflöst. Und man sieht, wie im Grunde genommen die Zahl der Infektionen dann wieder hochgeht.
dann macht man wieder Social Distancing und es geht runter. Das Ganze kann man noch ein bisschen sozusagen flotter machen, wenn man, und das ist ja das Ziel, die kritischen Krankenhauskapazitäten ein bisschen hochschraubt. Das seht ihr unten. Aber was man eben deutlich sieht, ist, dass diese Strategie wird uns bis ins nächste Jahr, wenn nicht bis ins übernächste Jahr, verfolgen. Also von daher ist der Weg, nämlich genauso wie wir jetzt verfahren, zu sagen, wir machen Lockerungen, aber wir bleiben dabei nicht gut, weil wir irgendwann genau in diese Falle tapsen, dass sozusagen die zweite oder die dritte Welle kommt. Nun, wenn wir ins Detail gehen, ich habe euch diese Folie gezeigt. Luca sitzt in Oxford und wir haben viel intensiven Kontakt, haben viel diskutiert. Auch das komisch, wenn man sich Wissenschaftler vorstellt. Ich habe mit ihm diskutiert und sein zweijähriger Sohn turnte auf dem Küchentisch. Aber diese Oxford-Gruppe hat einfach mal Folgendes untersucht und ich glaube, das ist sehr wichtig. Wir gucken uns an, wie wird Corona übertragen. Und wir haben im Wesentlichen vier Infektionskanäle. Wir haben die symptomatischen Kanäle, also Leute, die Grippe haben, die dann tatsächlich auch andere infizieren können. Dann haben wir die Gruppe der Pre-Symptomatics, also das sind die Menschen, die schon infiziert sind, aber noch nicht krank, noch nicht Fieber, die aber auch schon infektiös sind. Dann haben wir die dritte Gruppe, nämlich der asymptomatischen. Bei Kindern beobachtet man das, da wachsen inzwischen die Erkenntnisse, die offenbar zwar infiziert sind, aber sehr milde oder keine Symptome bekommen. Und wir haben den vierten Faktor, den man auch nicht unterschätzen oder vernachlässigen sollte, und das sind Environmental, also das, was sozusagen draußen ist, was zum Beispiel in der Luft ist. Also ich könnte mich infizieren in der Bahn, wenn zum Beispiel vorher einer da war. Okay? Und was man, wenn man sich mal die Infektiosität auseinanderpflückt, sieht, ist, der größte Anteil von Menschen kommt, die präsymptomatisch die Infektion weitergeben. Das ist diese hellblaue Kurve. Und warum ist das so wichtig? Ihr seht das hier auch nochmal. Man schätzt, dass fast die Hälfte, also diese Zahlen sind dynamisch, aber sie geben eine Qualität tatsächlich von Leuten kommt, die infiziert sind, es selber noch nicht wissen, aber die Krankheit weitergeben. Und jetzt müssen wir darüber nachdenken, da haben wir eine Chance, denn wir leben in einer vernetzten Welt. Wir leben in einer Zeit, wo das Internet da ist, wo jeder ein Smartphone hat und Tempo ist angesagt. Nun, Tempo heißt, wir haben Strukturen, bei denen wir top-down das eine oder andere machen, aber die modernen Strukturen erlauben sozusagen gegenseitige Interaktionen, die Möglichkeit zu gucken, war man in der Nähe eines anderen, diese Daten zu speichern. Und genau das ist Sinn und Zweck der konventionellen Tracing-Apps. Also hier sieht man das nochmal grob. Ja? Personen, die sozusagen über den Alltag zu Hause sind, im Zug sind, etc., die protokollieren mit, wer in ihrer Nähe war. Und sollte dann der Fall auftreten, dass eine Person positiv ist, dann werden automatisch die anderen informiert und es wird gesagt, bleibt zu Hause. Sowas in der Art nutzt man zum Beispiel in Südkorea oder in Singapur. Also ich habe hier Trace Together. Ich stehe im intensiven Kontakt auch mit Kollegen in Singapur, weil ich ganz ehrlich sage, die handeln das richtig gut. Und das ist sozusagen der erste Schritt und der hilft. Nun, warum hilft er? Weil wir normalerweise die Konstellation haben, eine Person ist infiziert, hier gelb dargestellt, und an den nächsten Tagen, wo sie noch keine Symptome hat, kann sie andere Personen infizieren. Und auch diese Personen sind nach zwei Tagen infektiös, infizieren also wiederum andere. Und irgendwann wird dieser Urperson, die kriegt sozusagen Symptome, ich habe sie jetzt rot markiert, geht zum Arzt, geht zum Labor, macht einen Test. Und was man sieht, ist, der Test dauert. Und in all dieser Zeit läuft die Infektionskette weiter und es dauert, bis man dann irgendwann auch mit einer App einen Teil der Leute sozusagen zurückholen kann. Und das ist, finde ich, im 20. Jahrhundert oder 21. Jahrhundert eine Option, die wir durchaus verbessern können. Und ich zeige euch, warum. Weil wir durch Contact Tracing
natürlich etwas machen können, aber das Entscheidende dabei ist, hier seht ihr nochmal Folien vom Luca, dass wir die Zeit, bis sozusagen einer in Quarantäne geht und die im Grunde genommen die Diagnose da ist, wenn wir die runterdrücken. Ihr seht das hier in drei Bildern und ihr seht unten mal ganz unten rechts, wenn das Ganze zu lange dauert, ist der Impact auch einer App eigentlich nicht da. Wenn die App hingegen extrem schnell wäre, und das ist oben links der Fall, dann können wir das R0 drücken und das bedeutet immer wieder, die Zahlen werden kleiner und irgendwann so klein, dass es nicht mehr das Thema ist, was wir heute haben. Nun, der entscheidende Punkt ist also, wir brauchen eine Short Response Time und wir müssen relativ schnell sein. Und genau da, ich überspringe diese Folie, kommt aus meiner Sicht künstliche Intelligenz hinzu und genau das ist das Potenzial, was eigentlich brach liegt und was wir tatsächlich viel stärker nutzen könnten. Warum? Was wir tun ist, wir nehmen nun eine Person, ich habe hier eine Cloud gemalt, es gibt Lösungen, die sind zentral, die sind dezentral. Das interessiert mich im Moment nicht, weil ich glaube, das kann man sehr gut technisch gesehen so lösen. Aber der entscheidende Punkt ist, diese Person wie alle anderen haben eine App und auf dieser App geht es nicht darum, nur aufzuzeigen, mit wem man Kontakt hatte, beziehungsweise sozusagen zu protokollieren, wie groß die Nähe war, sondern jeden Tag geben die Leute auch ihren Gesundheitszustand ein. Also, wie fühlst du dich? Entweder einen Knopf drücken, alles okay, oder ich habe irgendwie Kopfschmerzen, ich habe dies, ich habe das. Diese Daten werden gesammelt. Und der große Vorteil besteht nun in Folgendem. Wenn wir eine ähnliche Situation haben, das heißt, die Person ist infektiös und fängt an, andere zu infizieren. Aber was diese intelligente Rückverfolgung macht, ist, mithilfe von künstlicher Intelligenz Muster zu erkennen. Also man spricht auch von Precursor Syndromes. Das heißt, im Vorfeld zu merken, wenn mehrere Leute irgendwo Kopfschmerzen und noch was anderes haben, spricht das für ein erhöhtes Risiko. Das ist so ähnlich, ihr könnt das einfach euch vorstellen, wie wenn wir mit Freunden zusammen gestern Abend beim Italiener waren und ich wache morgens auf und ich sage, oh, mir ist schlecht, dann mache ich eigentlich genau dasselbe. Das heißt, ich rufe meine Freunde an und ich sage, hör mal, wie ist es bei dir? Und wenn wir da eine Übereinstimmung haben, haben wir eine Gewissheit, dass möglicherweise dieser Italiener einen schlechten Abend hatte. Also sowas Ähnliches hier anhand der Muster von Symptomen. Und der große Vorteil ist, dass man sehr viel schneller bereits Alarm schlagen kann und damit im Grunde genommen in einer Vorsichtsmaßnahme Leute in Quarantäne schickt, die dann testet. Aber was man eben hier sieht, ist, nicht jeder hat die App, aber wir haben die Chance, damit deutlich schneller zu werden. Und das bedeutet, wir brauchen viel mehr als nur die Daten, die im Moment da sind. Und wir müssen im Grunde genommen eine Technologie nutzen, die in anderen Bereichen ja schon längst verwendet wird. Also Prediction heißt, anhand der Daten vorauszusehen und zu sagen, okay, die oder die Person ist mit großer Wahrscheinlichkeit infiziert. Wir machen das im Bereich der Ökonomie, in der Digitalwirtschaft. Und ich sage, wir müssen das endlich in der Medizin machen. Und es gibt erste Ansätze, aber das ist total träge. Hier ist ein Ansatz von Bernhard Schöllkopf und seinem Team. Die sitzen am Max-Planck-Institut in Tübingen. Ganz kurz, Bernhard Schöllkopf zählt weltweit zu den 10 Top-KI-Wissenschaftlern. Also das ist wirklich, die sind gar nicht schlecht. Und da sieht man auf der App, wie im Grunde genommen Daten gesammelt werden. Das ist, wenn man so will, die erste Phase und die zweite Phase würde dann bedeuten, wir wären in der Lage, dann auch schnell zu reagieren. Und ich glaube, das müssen wir machen. Ich bin total überzeugt, dass man das auch lösen kann mit den Privacy Issues. Es gibt durchaus Grenzen, über die man ganz detailliert bei der einen oder anderen Stelle nachdenken muss. Ich bin allerdings einer, der ganz klar sagt, wir haben im Moment eine Situation, bei der Bürgerrechte überschritten werden. Wir müssen sehr klug mit moderner Technik das machen, aber das geht. Was wir nicht wollen, und das seht ihr hier, ist im Grunde genommen ein chinesischer Ansatz mit Totalkontrolle. Das hier ist Shenzhen Longyang. Da war ich letztes Jahr und wenn man das sieht, die sammeln alle Daten,
Aber die sind, muss man fairerweise auch mal dazu sagen, beim Bewältigen dieser Pandemie extrem effektiv gewesen. Ich möchte nicht unbedingt das als Synonym nehmen und sagen, totalitäre, autokratische Systeme sind die besseren Bewältiger einer solchen Pandemie. Aber ich glaube, wir könnten das auch, aber wir müssen es deutlich besser machen. Wir brauchen also eine Debatte und an der Stelle komme ich jetzt einfach mal wieder zurück zu euch ins On. Ich hoffe, das geht. Und stoppe mal meinen Bildschirm. Ich weiß nicht, ob ich jetzt wieder zu sehen bin. Und möchte nochmal auf zwei Punkte eingehen. Das eine ist, wir haben sozusagen jetzt das zweite Kapitel der Krise. Im ersten Kapitel, das ist so die Zeit bis zum Shutdown, war es so, wir hatten die Bilder aus Italien. Wir hatten eine Angst, die sich in der Bevölkerung ausgebreitet hat. Und wir hatten Wissenschaftler, die ganz klar gesagt haben, es gibt Gründe dafür. Und die Politik war in der bequemen Situation, dass sie im Grunde genommen genau dieses Gefühl der Bevölkerung aufgreifen konnte und den Shutdown ausgerufen hat. Wenn ich sogar ganz böse wäre, das darf ich mal hier im Kreis, behaupte ich, eigentlich war Leadership der Politik gar nicht gefragt, denn die Menschen waren mental bereits in dem Shutdown. Also die Politik hat nur ein Grundgefühl der Menschen aufgegriffen. Aber jetzt sind wir in einer anderen Situation. Jetzt sind wir in der Situation, wo wir Leadership brauchen und die würde ich mir wünschen und nicht im Grunde genommen in genau das kommen, was wir jetzt erleben. Nämlich auf der einen Seite für die Menschen, auch für mich ist das total schwer. Wir haben wirtschaftliche echte Probleme, das darf man gar nicht unter den Tisch kehren. Aber jetzt fängt sozusagen die Politik an, die eigentlich gezwungen wäre, jetzt zu sagen, okay, wir geben uns Mühe, damit wir diese Zahlen so weit runterkriegen, um auf die Art und Weise in vielleicht 2 Monaten tatsächlich frei zu sein und nicht jetzt im Grunde genommen die Chance zu verspielen und dafür über einen Zeitraum von möglicherweise 2 oder 1,5 Jahren in dieser absurden Konstellation zu sein. Und da erwarte ich mir von der Politik 2 Sachen. Das erste ist, sie sollte sehr vorsichtig sein, an der Stelle nicht gegen die Verbündeten der Wissenschaft zu schießen. Und das beobachte ich im Moment. Und da bin ich auch ganz straight, auch du, Christian, ich weiß nicht, ob du zuhörst. Ich habe mir die Sendung mit Anne Will angeguckt am Sonntag. Und das finde ich nicht okay. Ich bin da ganz direkt. In der Wissenschaft gibt es durchaus Diskussionen, aber es gibt genau in den Maßnahmen einen echten Konsens. Und da darf man jetzt nicht die Tricks machen, nämlich zu sagen, es gibt die Studie oder die Wissenschaft weiß nicht, was sie will. Sie will, weiß sehr wohl, was sie will. Und in einer Phase, das ist der zweite Punkt, wo wir politisch handeln müssen und Unsicherheiten haben, können wir, finde ich, nicht uns nur auf ein Volks- oder eine Stimmung des Volkes berufen. Wenn wir das tun, sind wir Populisten. Aufgeklärte politische Führung heißt, an der Stelle zu reflektieren und vielleicht genau im Kontext der Unsicherheit den rationalen, auch wissenschaftlichen Sachverstand mit aktiv zu nutzen. Und da wünsche ich mir ehrlich gesagt auch ein anderes Signal. Denn das, was ich gesehen habe, sowohl von Herrn Laschet und was tendenziell jetzt anfängt, nämlich zu sagen, ach, die Epidemiologen oder Virologen, das ist falsch, das ist unfair. Und ich möchte nicht, dass wir im Nachhinein leider Gottes dann feststellen, die Wissenschaft hat recht gehabt und die Politik hat nicht darauf gehört. Und warum sage ich das? Weil wir genau die Situation vor 102 Jahren im Kontext der spanischen Grippe erlebt haben. Da war es auch so. Es gab Shutdowns und trotzdem gab es viele Städte, die sich dagegen gewehrt haben, die gesagt haben, das halten wir nicht auf. Man hat das Ganze aufgelöst und dann kam die Welle. Und das bedeutet, es gab in vielen Städten einen zweiten Shutdown. Das möchte ich uns ersparen. Und von daher bin ich nach wie vor der Meinung, man braucht die klare Strategie. Und die ist umsetzbar, wenn wir digital besser werden. Danke. Ja, vielen, vielen Dank, Ranga Yogeshwar. Vielen, vielen Dank, Christian. Ich würde die Fragerunde eröffnen. Frag auch zu den Panelisten mal, aber ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass Christian vielleicht noch was erwidern möchte auf die, ja, klar, auf die letzten. Nö, erstmal doch vielleicht Christian. Steht für sich. Also unsere Auffassung ist ja genauso, dass wir den Gesundheitsschutz hochhalten müssen, dass wir eine evidenzbasierte Politik machen müssen, um Corona unter Kontrolle zu halten.
Wir glauben auch, dass Kontaktbeschränkung weiter erforderlich ist. Nicht in der Form, dass das öffentliche Leben komplett stillgelegt ist, sondern dass wir Abstandsgebote haben, Schutzmaskenpflicht haben, Desinfektion haben und anderes mehr. Und ich glaube, da gibt es eine ganz große Übereinstimmung. Und innerhalb der Politik wird im Grunde ja nur diskutiert, in Deutschland zumindest, unter welchen Bedingungen diese Strategie verfolgt wird. In anderen Ländern gab es ja, Schweden ist ein Beispiel, ganz andere strategische Herangehensweisen, Stichwort Herdenimmunität. Diese Auseinandersetzung haben wir in Deutschland ja gar nicht. Darf ich zwei Sachen darauf antworten? Also das erste mit der Herdenimmunität in Schweden, also wir gucken uns diese Daten in Schweden an und ich prognostiziere, es wird nicht mehr lange dauern, bis die genau einen Shutdown machen. Also dort sieht man tatsächlich, wie die Zahlen hochgehen. Der zweite Punkt, und ich glaube, der ist sehr wichtig, ist, wir stehen, wenn man ganz ehrlich ist, vor einer furchtbaren Situation, weil wir auf der einen Seite natürlich, es geht hier um viele Menschenleben, also wir reden hier nicht von ein paar Tausend, wir reden wirklich von sehr vielen Menschen, die da bedroht sind. Und auf der anderen Seite haben wir wirtschaftliche Probleme, die in sich auch irgendwann dramatisch werden und werden könnten. Ich war vor einer Woche, ich glaube, das war einer der letzten Flüge von Berlin nach Frankfurt unterwegs. Die Nordstartbahn ist voller Flugzeuge. Wenn man diese großen Jumbojets sieht, die komplett verpackt sind, das ist ein, ehrlich gesagt, mich fasst das an. Die IATA geht davon aus, dass der Flugbetrieb regulär erst 2022 stattfindet. Also das ist das andere Beispiel. Und ich habe Sorge, dass etwas passiert, nämlich ein Verdrängungsprozess. Ich habe etwas Ähnliches in Japan erlebt nach Fukushima. Und ich will die Mechanik kurz erklären. In Fukushima war es so, es gab kleine Städte, Dörfer, die sozusagen durch die Radioaktivität evakuiert werden mussten. Und daraufhin passierte Folgendes. Man hatte also ganz viele Menschen, die heimatlos waren. Man hatte zweitens die große finanzielle Belastung, dass der japanische Staat diese Menschen unterstützen musste. Also in Japan wurden die Steuern sogar danach erhöht. Und wir hatten natürlich, hatte man auch die Wirtschaft, die gesagt hat, hey, wir müssen was tun. Und dann passierte irgendwann etwas sehr Seltsames. Es wurden Dekontaminationsmaßnahmen gemacht, aber eben soweit man das konnte. Und dann wurden diese Städte wieder geöffnet. Und ich war in diesen Städten und das Absurde war, da war eine Straße und die war okay, aber man ging 2 Meter ins Gras und mein Messgerät fing an, wirklich voll auszuschlagen. Mhm. Und der Verdrängungsprozess besteht darin, dass die Menschen, die tatsächlich ein Riesenbedürfnis haben, wieder zurück in die Heimat zu gehen, das Risiko ausblenden, ganz bewusst, weil der Staat sagt, mein Gott, wenn wir das von der Backe haben, haben wir eine finanzielle Belastung, die weniger ist und auch die Wirtschaft. Und irgendwann hat man nicht drüber gesprochen. Und ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass wir im Kontext der Corona-Krise irgendwann auch in dieses dunkle Zimmer, so nenne ich das, der Verdrängung kommen, wo wir eigentlich alle wissen, das ist nicht okay, aber wir machen die Augen zu. So ähnlich, wie wir das auch übrigens global in vielen anderen Sachen machen. Also wir kaufen Baumwolle und wissen oder T-Shirts und wissen, dass die nicht ordentlich produziert werden. Oder wir wissen, dass jedes Jahr 400.000 Kinder an Malaria sterben. Aber irgendwo verdrängen wir das. Und dieser Verdrängungsprozess wäre schade im Kontext einer aufgeklärten Gesellschaft. Vielen, vielen Dank. Ganz kurz noch, sorry. Wir brauchen eine rationale Strategie, wir dürfen Risiken nicht unterschätzen. Nur jetzt schauen wir ja auf einen konkreten Zustand. Mhm. Und ich muss ehrlich sagen, Pat, kannst du mir dabei helfen? Die Art und Weise, wie wir den weiteren Verlauf der Krise ansehen, bezogen jetzt auf diesen Reproduktionsfaktor, mich überzeugt es einfach nicht mehr. Warum? Okay. Warum? Mhm. Wir haben eine deutliche Reduzierung der Neuinfektionen pro Tag. Mhm. Wir haben eine deutliche Reduzierung, es geht massiv runter, der Zahl der aktiv Erkrankten. Und dann haben wir in Deutschland nach der heutigen Lageunterrichtung des Bundesinnenministeriums 2 Infektionsherde, die besonders dynamisch sind, nämlich den Stadtkreis Straubing und den Stadtkreis Rosenheim. Bis gestern war es auch noch Traunstein, es sind jetzt nur noch 2.
Und da frage ich, da ist viel los. Da sind 115 in Rosenheim zum Beispiel Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in der Woche. Da ist also was los, aber eben 100 pro 100.000 Einwohner. Das gilt als einer von zwei Stadtkreisen, Landkreisen in Deutschland, wo Alarmstufe rot ist. Meine Frage ist, warum machen wir nicht da totalen Shutdown? Total. Vielleicht noch drumherum Shutdown. Vielleicht beschränken wir sogar noch die Möglichkeit der Mobilität aus diesen Kreisen heraus. Aber warum muss dann in Emden oder Pirmasens oder Rostock ein Hotel schließen? Also, ich glaube, wir sind sehr nah beieinander und eigentlich sprichst du genau die Strategie aus. Wir haben nämlich zwei Möglichkeiten. Ich will es mal so erklären. Wir haben entweder die Möglichkeit zu sagen, wir hangeln uns in etwa da, wo wir jetzt sind, mit einem R, was ja irgendwo so um eins ist. Das heißt, das Feuer ist irgendwo weiter am Lodern. Der Impact ist, dass wir von allen Bürgern verlangen, ja, Kontaktsperren. Wir haben viele Bereiche, die tatsächlich wirklich nicht operabel sind. Ich meine, nimm mal die Hotellerie oder so. Ja, ich habe heute mit einem Hotelier gesprochen in der Schweiz. Die machen einen Shutdown bis Mitte nächsten Jahres. Das ist ruinös. Und die Grundidee dabei ist die folgende. Wenn du die Zahlen, und wir reden immer noch von Zahlen im Bereich von deutlich über 1000 Infektionen, Neuinfektionen pro Tag. Das ist in etwa die Zahl, die wir im Moment haben. Stell dir vor, wir drücken die runter, was auf unter 50. Wenn wir am Tag unter 50 haben und wir haben eine App, können wir die total klar lokalisieren und wir können dem Rest sagen, Leute, Masken runter, ihr seid frei. Warum? Weil die Wahrscheinlichkeit, wenn es nur 50 sind, sich zu infizieren, so gering ist, dass man all den Scheiß auf gut Deutsch nicht braucht, aber weil wir intelligent containen können. Genau. Auf die Art und Weise hätten wir mehrere Vorteile. Wir hätten den Vorteil, dass das Ganze tatsächlich beherrschbar ist. Das Zweite ist, dass wir nicht von allen etwas verlangen, sondern das wirklich reduzieren. Ja? Und der dritte Punkt ist, dass wir möglicherweise damit extrem viel Zeit gewinnen, um dann irgendwann einen Impfstoff zu haben. Ich sage noch einmal, die Impfstoffoption wird viel in der Politik benutzt. Ich bin da sehr vorsichtig. Ich sage das ganz ehrlich, es gibt bis heute keinen validen Impfstoff bei RNA-Viren. Es erinnert mich ganz ehrlich an die Zeit, als HIV da war. In den 1980er Jahren war ich in den USA. Ich habe unter anderem Anthony Fauci, den man jetzt von Trump kennt, den habe ich damals kennengelernt und interviewt, so wie viele andere. Damals hat man gesagt, es dauert 10 Jahre, bis wir einen Impfstoff für HIV haben. Wir haben den bis heute nicht. Und ich sage einfach, das ist eine Karte, die ist wirklich wackelig, wenn man mit Virologen spricht. Und das bedeutet, wir müssen gucken, wie die andere Strategie ist. Und ich sage mal, das so hoch zu haben, dass wir wieder gezwungen sind, einen echten Shutdown zu machen, auf breiter Front, das ist nicht mehr vermittelbar. Stell dir vor, du musst jetzt irgendwann wieder in 5 Wochen sagen, wir brauchen wieder eine Schulschließung. Dann wird man euch für verrückt erklären und sagen, das ist absurd. Deswegen sage ich, runtergehen, weiter runtergehen, intelligent runtergehen. Die App, das ist ehrlich gesagt für mich, da reden wir viel über Datenschutz. Meine persönliche Meinung ist, der Skandal ist, dass sie noch nicht da ist. Ich habe ein bisschen Sorge, dass wir in einigen Bereichen in Deutschland, ich drücke das auch wieder hart aus, ein bisschen dritte Weltland sind, was Digitalisierung betrifft. Also es ist schockierend, dass wir da nicht weiterkommen. Ich sag mal, dass wir nicht pragmatisch selbst sagen, hey komm, Korea oder wer auch immer, hilf uns dabei. Aber das ist kostbare Zeit. Und meine Strategie ist eben, da runterzugehen. Und da bin ich eben nicht alleine, das sagen alle Wissenschaftler. Und da muss man das erläutern. Und Christian, ich habe am letzten Sonntag die Sendung gesehen und an der Stelle, ich face to face, ich fand, du warst sehr unfair auch gegenüber der Wissenschaft an der Stelle. Also ich sage das direkt, wir kennen uns, wir schätzen uns. Ja. Aber an der Stelle ist es so, dass solche Sätze dazu führen, dass es in der Bevölkerung plötzlich einen Turn gibt. Und der ist gefährlich. Welche Sätze? Du hast gesagt, Epidemiologen und Virologen widersprechen sich, was nicht stimmt. Also doch, es gibt natürlich, nein, da bin ich einfach straight, weil... Wie bitte? Ich habe sie doch zitiert. Ich habe doch was den Gerald Krause von Helmholtz zitiert, der sagt, die Sparten basiert. Nein, aber wirklich, es geht ja nicht um die große Strategie,
sondern es geht um die Strategieumsetzung. Und da sagt der Krause hart, diese Beschränkung 800 Quadratmeter Gastronomie ist Unsinn. Entscheidend ist Hygiene und Eindämmung. Ja, das ist auch richtig. Das gilt auch für andere Beispiele. Aber ich weiß, dass du nicht so denkst. Aber solche Sätze und das auch, was Laschet gesagt hat, induzieren in der Bevölkerung ein Gefühl, was dann tatsächlich heißt, wie wollen wir danach noch rational arbeiten? Also ich meine, da mache ich mir einfach Sorgen und ich sage das so direkt, weil wir in der Organisation lernen können, wenn man sich Singapur anguckt, also gut, das ist vielleicht eine andere Mentalität, aber die sind glasklar in der Kommunikation, da gibt es auch nicht dieses, der eine prescht vor, der andere prescht vor, das ist echt abgestimmt und die haben an der Stelle viel gelernt und ich finde, das ist gefährlich, gerade vor dem Hintergrund, dass sie auch noch diesen Scheiß an Fake News haben, der im Grunde genommen zudem noch viele, viele Menschen verunsichert. Also von daher ist eigentlich da mein Petitum, nicht, dass ich wissenschaftshörig bin, aber das ist the best bullet we have. Und das sollten wir gemeinsam an der Stelle aktiver auch positiv unterstreichen. Ja, da sind wir auch gar nicht auseinander. Okay. Nur wenn man allein den heutigen Tag sieht, Stichwort Wissenschaft, das RKI sagt Reproduktionszahl 1, später 0,9. Am gleichen Tag sagt die TU Ilmenau viel niedriger, Helmholtz-Schätzung 0,699. Okay. Also ich will damit sagen, Wissenschaft ist ja auch ein Prozess, wo jede Erkenntnis, wenn sie geäußert wird, sofort wieder in Frage gestellt wird. Und nein, ich glaube, Moment. Du unterschätzt genau, nein, du musst die Wissenschaft dann genauso zitieren, wie sie es sagt. Und das wird nie gemacht. Jede dieser Abschätzungen sagt, wir rechnen mit einem R, mit einem bestimmten Fehlerbalken. So macht man das in der Wissenschaft. Und da gibt es natürlich große Fehlerbalken, ja, die sich nach und nach verdichten. Und wenn man sich diese Statements wirklich mal korrekt wissenschaftlich anguckt, sind es zwar unterschiedliche Zahlen, aber die Fehlerbalken sind groß. Ich meine, ihr kennt das aus der Politik, wenn an Wahlabenden die Hochrechnungen kommen, dann ist es auch da so, dass gerade bei vielleicht wenigen Prozent die Fehlerbalken sehr groß sind. Und auch da siehst du Diskrepanzen zwischen der ARD und dem ZDF, oder Infas und den anderen. Klar, das ist die, das sind Fehlerbalken, das muss man vermitteln und sagen, es ist kein Widerspruch, aber die Tendenz ist, absolut. Wir sind auf jeden Fall weit nicht da, wo wir sein sollten. Ja, also ich nagle niemanden fest darauf, wenn er etwas sagt und wenn danach es einen Widerspruch gibt. Wobei, in Klammern gesagt, heute, wenn das RKI eine Zahl veröffentlicht und auf Nachfrage von Journalisten einräumt, okay, die Zahlen vom Wochenende waren nicht dabei und wir haben nach oben aufgerundet. Und das auf Nachfrage erfolgt, trägt nicht zur Vertrauensbildung bei. Aber mir geht es gar nicht ums RKI, sondern mir geht es da um einen ganz grundsätzlichen Punkt. Und da sind wir vielleicht etwas auseinander, weil du sagst, die Wissenschaft, die beste Kugel, die wir haben, da stimme ich zu. Nur ich sehe Wissenschaft nicht als eine Einheit, sondern als ein fortwährendes Ringen. Und man nähert sich an in etwas, wo immer mehr an Erkenntnis da ist, aber trotzdem bleibt eine Unsicherheit in der jetzigen Situation da und eben auch Widersprüche. Und die politische Aufgabe ist dann, verantwortlich umzugehen mit dem Unknown Unknown, also mit dem, was man gegenwärtig noch nicht wissen kann. Ja, aber ich glaube, auch da bei der Unsicherheit muss man zwei Sachen sehen. Der Frank geht gleich durch. Ich muss auch raus, weil ich gleich in eine Fernsehsendung muss. Wir haben auf der einen Seite eine Unsicherheit, zum Beispiel in den R-Faktor. Da hast du völlig recht. Diese Unsicherheiten sind da, die sich im Laufe der Zeit dann verringern, weil die Statistik, weil die Daten besser werden. Aber es gibt, was die Strategie betrifft, also R wirklich klein zu machen etc., da gibt es eigentlich keine Unsicherheit. Das ist genau das, was alle Wissenschaftler sagen. Und ich spreche mit Leuten sowohl hier in Deutschland als auch im Ausland. Ich habe dir Luca als Beispiel genannt oder andere. Und ich finde, an der Stelle müssen wir aufpassen, weil wir habt und ihr habt natürlich, das kann ich gut verstehen, die echte Herausforderung, die Welt der Wissenschaft mit ihrer Terminologie, mit ihrer Unsicherheit, mit all den Faktoren zu übersetzen in etwas, was die Menschen verstehen. Und ich weiß, Menschen erwarten immer klare Antworten und das ist im Grunde genommen vielleicht die Zeit, wo
ihr in der Politik auch klar sagen könnt, okay, wir versuchen das klar zu machen, wo wir hinwollen, aber es gibt dabei einen Korridor, der ist unklar. Wenn ich mir heute angucke, dass darüber diskutiert wird, dass in Krankenhäusern viele Betten leer stehen, dann muss ich sagen, da erwarte ich, dass man einfach klar vermittelt und sagt, ja, das ist gut, weil die sind unter Umständen notwendig und Gnade Gott, wenn wir sie dann nicht haben. Das ist so ein bisschen die Argumentation, wenn es ein Jahr im Dorf nicht brennt, gibt es vielleicht auch Leute, die sagen, wir brauchen keine Dorffeuerwehr. Doch, wir brauchen sie. Irgendwann wird es brennen. Also diese Vermittlung an der Stelle ist wichtig und nicht zu sagen, die Wissenschaft eiert oder sie übertreibt mit dem Risiko etc. Also ich spreche, dann können wir es auch beschließen, nie ja. von die Wissenschaft, sondern okay. ich glaube, es gibt den Wissenschaftler, aber es gibt dann auch, gerade was die Handlungsempfehlungen angeht, auch den anderen. Und ich glaube, dass wir gut daran täten, einfach mal so wie das in Großbritannien passiert oder der Versuch unternommen wird, unterschiedliche Perspektiven zusammenzubinden. Also Herr Drosten und Herr Streeck unterhalten sich über die Medien. Und besser wäre es, die kämen auf eine gemeinsame Grundlage. Klar, das ist ein Vorschlag, der in Deutschland immer wieder lief, zu sagen, man hat sozusagen einen Oberwissenschaftler, weil in Großbritannien läuft es so, nimm Nigel, der ist gerade dabei, ein neues Paper zu machen, der im Grunde genommen diese Ausbreitung, also ist einer der weltbesten Epidemiologen, und da gibt es immer dann den Ansprechpartner in der Regierung. Den haben wir blöderweise in Deutschland nicht. In Deutschland haben wir einen Hickhack der Organisationen. Ja, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, in der jetzigen Phase, auch wenn es schwer ist, müssen wir da im Grunde genommen aufpassen, dass wir nicht in etwas reinrutschen, wo das Ding auch dann soziologisch nicht mehr zu kontrollieren ist. Aber ich merke, ich muss blöderweise... Du musst los. Vielen Dank, mit aller Wertschätzung, rau und direkt bin. Take care. Ich danke beiden. Ja. Ich glaube, auch für alle Zuschauer war das fast die sinnvollste Variante, auch euer Gut so ein bisschen mitzubekommen, weil das nicht so einfach ist. Wir müssen Dinge politisch umsetzen. Christian weiß das genauso. Wir müssen den Menschen auch ein bisschen Mut machen. Ich glaube, das fehlt in der aktuellen Kommunikation auch. Und ich musste gerade bei der App daran denken, wir haben ja so einen Spruch mal gehabt, wir finden in jeder Lösung das Problem. Und ich glaube, da sind wir gerade dabei. Die Leute sind unter Hausarrest zu Hause und wir haben riesige Debatten über zentrale, dezentrale Speicherungen, die am Ende sowieso keiner versteht. Im Sinne des Zeitmanagements, ich glaube, Christian hat auch noch in Folge Termine, würde ich die anderen Fragen, die wir jetzt im Social Media hatten, sind, glaube ich, alle auch beantwortbar, nicht nur von dir. Euch recht herzlich danken. Der Ranga ist jetzt schon weg. Christian, dir vielen, vielen Dank. Und die positive Darstellung der App und der Nutzung der App, die passt super zum Julian Teike, zu dem ich direkt überleiten würde, der uns erzählt, wie die Startups bei uns einfach mal gesagt haben, wir nehmen das in die Hand, brauchen da vielleicht kein Apple und kein Google und auch keine deutsche Zentrale für App-Erstellung, sondern wir machen mal einen Vorschlag und das wird er uns jetzt erzählen. Lieber Julian, du hast das Wort und das Bild. Machen wir das Mikro noch an? Irgendwo muss ein... Ja, voilà. Ja, jetzt haben perfekt. Also vielen Dank. Für die, die mich nicht kennen, ich bin Unternehmer und ich baue Technologie und habe ein Unternehmen namens WeFox und wir bieten digitale Versicherungen an. Und wenn wir uns anschauen, wie wir in den letzten Monaten eigentlich gewachsen sind vor der Krise, dann sieht man vielleicht auch so ein bisschen die Herausforderungen, die Startups gerade haben, auch mit der Krise, so wie ganz, ganz viele, fast alle, aber doch noch in einem besonderen Ausmaß. Wir sind gerade, vor 12 Monaten waren wir ungefähr 200 Mitarbeiter, wir sind jetzt 600. Ja? Diese Unternehmen, die wir hier in Deutschland aufbauen, die Tech-Unternehmen, das sind Hyper-Growth-Businesses, ja, und die sind nicht profitabel, die verlieren total viel Geld und diese Krise hat uns auch super, super hart getroffen und wir haben uns dann zusammengetan vor einer Weile. Also wir sind letztendlich zunächst mal Finnlieb und WeFox, auch eine coole Geschichte eigentlich, weil letztendlich WeFox und Finnlieb eigentlich die allergrößten Konkurrenten sind in Deutschland.
Also Finnlieb hat eine digitale Versicherungsgesellschaft und Finnlieb hat einen digitalen Makler. WeFox hat eine digitale Versicherungsgesellschaft, hat einen digitalen Makler. Wir stehen also eigentlich genau im Wettbewerb miteinander. Und vor circa 8 Wochen war ich zu einem anderen Thema mit dem Ramin am Telefon, mit dem CEO von Finnlieb. Und wir haben darüber gesprochen, was wir denn tun können hier als Startups. Und letztendlich sehen wir, was mit der Gesellschaft passiert, was die gesundheitlichen Risiken sind, was die wirtschaftlichen Konsequenzen sind. Und gleichzeitig haben wir aber ein riesiges Asset als Startups, und zwar die Tech-Kompetenz, da zu helfen. Und deshalb haben wir gesagt, wir starten eine gemeinnützige Initiative und haben andere CEOs angerufen von großen Tech-Unternehmen. Da sind teilweise Unternehmen dabei, das muss man sich mal vorstellen, mit Tausenden von Mitarbeitern, ja, im Wachstumskurs und 0,0 Umsatz. Da sind WeFox und Finnlieb noch echt gut dran, ja. Aber ein Get Your Guide, Omio, also Tourismusunternehmen, haben 0,0 Umsatz. Also das ist wirklich hart. Wir haben uns gesagt, wir setzen uns zusammen und wir bringen unser Tech-Talent, unsere besten Product Manager, unsere besten Entwickler zusammen und bauen eine Lösung, die Deutschland helfen kann. Ja? Und das haben wir jetzt die letzten 8 Wochen getan. Was ist unser Ziel von der Gesund-Zusammen-Initiative? Wir haben vor circa 10 Wochen gesehen, was passiert da in China, was passiert da in Südkorea. Da werden Tracing-Apps eingesetzt, in China in die WeChat-Integration, in Südkorea Geolocation-basiert. Und die haben einen wirklichen Einfluss auf die Ausbreitung des Virus, aber sie sind nicht vereinbar mit unseren Persönlichkeits- und Freiheitsrechten. Und die Technologie ist schon weit genug, um die Persönlichkeits- und Freiheitsrechte der Bürger schützen zu können und gleichzeitig Risikogruppen besser beschützen zu können über viel, viel gezieltere Kommunikation an Risikogruppen, viel, viel gezieltere Maßnahmen basierend auf Daten. Und wir können mittels Technologie es schaffen, eben die Wirtschaft wieder schneller zum Laufen zu bekommen, und zwar ohne gesundheitliche Risiken für die Risikogruppen. Und das sind die 3 Prinzipien, die wir uns auf die Fahne geschrieben haben als Startups. Und daraus sind dann 3 Säulen entstanden. Ja? Also einmal diese Initiative, so der SHIRP, gesund zusammen. Und da sind die Startups, man muss sich das vorstellen, also die haben alle ihre Ressourcen zur Verfügung gestellt. Nie hat irgendjemand nach einem Vertrag gefragt. Nie hat irgendjemand nach einer Vergütung gefragt. Auf einmal hatten wir über 100 Leute, die an dieser Initiative auf einmal mitgearbeitet haben. Pro bono, Entwickler, Produktmanager, Operations, Marketing, Kommunikation. Und wir haben total unkompliziert von einem Tag auf den nächsten miteinander gearbeitet. Wir waren Konkurrenten, auf einmal waren wir Freunde, auf einmal haben wir miteinander was geschaffen. Also diese Initiative hat viele schon bewegt. Auf der anderen Seite haben wir einen Accelerator gestartet, wo wir gesagt haben, wir möchten Ideen, digitale Ideen unterstützen und haben das eröffnet. Und innerhalb von 2 Tagen waren über 300 Bewerbungen da. Wie können wir mit technischen Tools die Pandemie besser bekämpfen? Und gleichzeitig haben wir an einer Covid-Tracing-App gearbeitet und das schon Mitte März. Am 20. März haben wir zum ersten Mal Jens Spahn darüber informiert. Anfang April hatten wir ein Konzept, eine App, die eigentlich auch bereit war, schon gelauncht zu werden, basierend auf einer anderen Technologie. Wir wurden dann zurückgehalten. Uns wurde gesagt, bitte wartet doch auf PEPPT. Wir haben gesagt, das macht Sinn. Wir haben auf PEPPT gewartet. Dann hat dieser ganze Krieg angefangen zwischen zentral, dezentral. Wir waren da irgendwo in der Mitte, haben mitbekommen, dass Politik nicht so funktioniert wie Startup und nicht wie Unternehmertum. Es gibt nicht die Transparenz. Es wird nicht offen gesprochen. Selbst mit seinem Konkurrenten wird nicht offen gesprochen, wir Startupler, wir arbeiten einfach und uns ist Konkurrenz egal. Wir machen einfach vorwärts. Ja? Wir halten nichts zurück. Und das war schon eine komische Erfahrung jetzt irgendwie in den letzten Wochen, wo wir einfach geben wollten und irgendwie gespürt haben,
da will niemand so richtig. Ja. Aber ich will, bevor ich erstmal zeige, was wir gebaut haben und was das letzte Update ist, weil Manuel und Christian, ich habe euch noch gar nicht das Update gegeben, über was sich jetzt eigentlich verändert hat gestern, weil gestern war ich mit Jens Spahn endlich zusammen im Bundesgesundheitsministerium. Aber was ist denn unser Plan hier? Ja, und wie hängt das alles zusammen? Was wir also gemerkt haben, ist, dass wir über diese Initiative eine unglaubliche Innovationskraft entwickelt haben. Und wir haben die 1-App, das ist die Applikation, die Covid-Tracing-App. Und wir haben gespürt, dass über den Accelerator ganz, ganz tolle neue Feature-Ideen entstehen von Teams. Ja, über 300 Ideen sind innerhalb von kurzer Zeit gekommen. Und unser Konzept ist jetzt folgendes. Wir wollen erstmal eine ganz, ganz einfache App, ja, basierend auf höchsten Datenschutzprinzipien rausbringen. Die kann eigentlich nur das Tracing. Aber wir brauchen 50 Millionen Downloads. Das muss man sich mal vorstellen. 50 Millionen Downloads, damit es richtig funktioniert. Dafür muss es eine riesige Kampagne geben. Und dann ist diese App gleichzeitig eine gigantische Plattform, um für Deutschland aus der Krise eine gesellschaftliche Chance zu machen. Weil diese Ideen, die da gekommen sind, das waren teilweise Ideen wie, was können wir tun für Leute, die häuslicher Gewalt ausgesetzt sind? Was können wir tun, um Tests zu beschleunigen? Und genau diese Themen, die Ranga gerade angesprochen hat, allesamt immer stetig weiter zu verbessern. Ja? Und unser Plan ist, anfangen mit einer kleinen App und dann zweiwöchentlich weiterentwickeln. Weil was wir ja schaffen müssen, ist, dass das Engagement dieser App bis zum Ende des Jahres hoch bleibt. Kann ja nicht sein, dass nach 2 Wochen die Jungen sagen, ist ja eine langweilige App, ich schalte jetzt aus. Die Alten haben die App an und dann wägen sie sich in falscher Sicherheit und die Gefahr ist noch größer. Nein, nein, wir müssen das Engagement hochhalten, wir müssen es spannend halten, wir müssen es gemeinnützig halten und wir müssen nah am Bürger sein und alle 2 Wochen etwas Neues bringen, was ihn begeistert, basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und basierend auf datenschutzrechtlich sehr, sehr hohen Prinzipien. Das ist das Konzept von der 1-App. Und wir haben da jetzt schon einiges erreicht. Ja? Also wir haben angefangen Mitte März. Wir haben über 75 Unternehmen mittlerweile. Wir haben über 250, jetzt über 300 Bewerbungen für den Accelerator bekommen. Wir sind ready. Wir warten jetzt einfach nur auf die Fertigstellung des Backends. Heute bekannt geworden SAP und die Fertigstellung der Server-Architektur. Heute bekannt geworden Telekom oder T-Systems baut es. Und dann wollen wir die App rausbringen in Zusammenarbeit mit denen. Und dann bis zu 5 neuen Features bis Anfang Juni entwickelt haben über dezentrale Innovation. Dezentrale Innovation, was wir da gesehen haben, hat uns begeistert. Da sind so tolle Ideen in der Gesellschaft und die Leute wollen wirklich helfen und ihr Wissen einbringen und fragen nicht, was kriege ich dafür. Das ist so toll zu sehen und wir sind auf einem ganz, ganz, ganz tollen Weg, hier aus der Krise eine Chance zu machen. Und auch gestern das Gespräch mit Jens Spahn war ein gutes. Er hat uns darüber informiert, dass SAP und T-Systems das machen. Wir haben gesagt, SAP und T-Systems sind super Trust-Brands, aber die haben doch keine Erfahrung mit Kunden-Apps. Ja? Wir haben die Kunden-App schon bereit und wir sind bereit, es einzubringen. Und jetzt wurden wir zusammengeführt und sind gerade in Gesprächen darüber, das gemeinsam zu machen, sodass wir so schnell wie möglich etwas liefern können, was Deutschland ermöglicht, aus der Krise gemeinsam eine Chance zu machen. Denn in jeder Krise ist eine gigantische Chance. Und in dieser großen Krise ist eine noch gigantischere Chance für uns alle. Und mit Technologie wollen wir das möglich machen. Und jetzt möchte ich einfach mal zeigen, wie das Ganze aussieht, damit man mal ein Gefühl dafür bekommt. Und ich schalte das mal an jetzt. Covid-19 bedroht die Welt. Wir haben die 1-App entwickelt, um das Coronavirus zu bändigen. Die App verfolgt nur das Virus. Wenn sich eine Person infiziert hat, gibt sie ausschließlich die Orte weiter, an denen sie sich länger aufgehalten hat. Deine Aufenthaltsorte werden mit der infizierten Person abgeglichen. Das passiert aber nur auf deinem Handy. Deine Daten sind sicher. Und du siehst, hier gab es eine Überschneidung. Virusschutz muss auch Datenschutz sein. Aber um Leben zu retten, braucht es deine Hilfe. Wir garantieren dir, ohne deine Zustimmung werden deine Daten niemals dein Handy verlassen. Und so funktioniert's. Du bist unsicher, ob du Corona haben könntest, aber du hast Symptome.
Ist es Kurzatmigkeit, dann klick es an. Dein Risiko könnte gering sein. Aber hast du dich im Umkreis einer infizierten Person länger aufgehalten, könntest du dich angesteckt haben. Also bleib zu Hause, isolier dich und buche einen Termin, um dich testen zu lassen. Du bekommst das Testergebnis direkt in deine App. Das Ergebnis wird in deinem offiziellen 1-Gesundheitspass gespeichert. Somit kannst du überall deinen Status vorzeigen, zum Beispiel auf Reisen oder bei der Arbeit. Bist du also positiv getestet, kannst du jetzt Leben retten. Entscheide selbst, ob und wie du deine Daten herausgeben möchtest. Alles bleibt trotzdem anonym. Gib deinen Krankheitsverlauf an die medizinische Forschung weiter und teile deinen Standort. Dadurch werden die Menschen in deinem Umkreis gewarnt. Zusammen können wir das Virus besiegen. Registrier dich. Es ist so einfach, Leben zu retten. Also, lasst uns Deutschland vorwärts bringen. Wir haben heimisches Talent. Wir haben hier Innovation, wir haben hier Leute, die was bewegen wollen. Wir müssen uns hinter den Amerikanern, den großen Tech-Unternehmen und den Chinesen nicht verstecken. Und wir können die nächste Tech-Revolution aus Europa starten. Vielen Dank. Ja, lieber Julian, vielen Dank für den sehr energiereichen Impuls, der auch zeigt, tatsächlich ganz abgesehen von der Covid-19-Situation, was für tolle Startups und wir in Deutschland haben, die brennen. Wir machen direkt weiter mit dem digitalpolitischen Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Manuel Höferlin, der auch die wichtige Aufgabe hat, immer all die Dinge, die wir hier so teilweise technisch hören, dann auch in unsere Fraktion zu übersetzen, dass die Akteure in der Politik auch verstehen, worum es hier geht. Und in den sozialen Medien und bei YouTube oder je nachdem, wo ihr uns zuschaut, gibt es auch einen Link zu einer Umfrage, wo wir mal fragen, wie steht ihr denn zu einer Verwendung einer App? Denn wir haben gerade ja gehört, es ist wichtig, dass die möglichst vielfältig genutzt wird. Nur so hat sie eine Funktion. Also klickt das mal an. Nach dem Impuls von Manuel werde ich das Ergebnis mal vorstellen. So, lieber Manuel, du hast das Wort und auch die Bildübertragung. Ich schalte mich raus. Du bist on. Ja, vielen Dank, Frank. Vielen Dank, Julia, für die Vorstellung eurer Ideen und eurer auch Visionen. Viele Dinge davon sind ja der übernächste Schritt sozusagen. Ich will mich kurz fassen, weil wir ein bisschen in der Zeit hängen. Ich glaube, die Bewertung von dem, was jetzt passieren muss, geht nicht ganz ohne ein bisschen einen Rückblick, was in der Frage Digitalisierung auch der Corona-App, um es ganz konkret zu machen, in den letzten Tagen und Wochen geschehen ist. Letztlich geht es darum, mit einer App ein Stück weit eine Öffnungsstrategie zu begleiten. Wir wollen ja, dass die Situation so, wie es ist, und ich habe auch Ranga vorhin so verstanden, dass man mit Digitalisierung ein Stück weit das unterstützen kann, wollen wir ja mit digitalen Lösungen sozusagen die Grundlage schaffen, um ein Stück weit mehr nach draußen zu können, um wieder ein Stück Normalität reinzukriegen. Und um die Infektionsherde und die Infektionsketten nachzuverfolgen. Dazu braucht man die Mitarbeit, die Unterstützung der einzelnen Menschen, die das auch benutzen, die App auf ihren Smart Devices benutzen müssen. Und das werden sie nur tun, wenn sie Vertrauen haben in das System dahinter. Das heißt, man muss ganz konsequent auf verschiedene Faktoren setzen. Man muss erklären, worum es geht. Man muss erklären, warum die Daten sicher sind. Also ein Stück Transparenz und Kontrolle auch herstellen. Und die Menschen müssen das Gefühl haben, dass sie nicht nur das Gefühl haben, es muss letztlich auch wirklich eine freiwillige Handlung sein. Und wir als Freie Demokraten haben das jetzt in den letzten Wochen sehr, konstruktiv begleitet, indem wir uns jetzt nicht als Opposition sofort gegen alles gestellt haben. Aber ich muss inzwischen sagen, dass das Projektmanagement und die Kommunikation in den letzten Wochen man kann sich ja sagen, katastrophal war, wenn man mal schaut, was in den letzten Wochen passiert ist. Und Julian hat es selbst gesagt, das ist nicht mein Bildschirm, ne? Nur mal als Hinweis. Ich weiß nicht, wessen Bildschirm da jetzt gerade zu sehen ist, meiner ist es nicht. Um ganz klar zu sagen, wenn eine App auf den Markt gebracht werden soll, bei der es darum geht, Contact Tracing zu machen und bei der es darum geht, Freiwilligkeit
und Datenschutz herzustellen und dann alle paar Tage über eine neue App gesprochen wird. Aktiv auch aus dem Gesundheitsministerium, zum Beispiel dann eine Quarantäne-Überwachungs-App. Gleichzeitig gibt es eine Datenspende-App. Die Menschen, die sich nicht permanent damit beschäftigen, blicken eigentlich nicht mehr durch, um welche App es gerade geht. Also Intransparenz und Verwirrung durch verschiedene Technologien und Begriffe fördern nicht Vertrauen darin. Was wir jetzt brauchen, ist aber Vertrauen. Und auch die letzten Tage, Julian hat es auch kurz angesprochen, per PT, also die zentrale Lösung, jetzt eine dezentrale Lösung, das ist eine Sache, die entschieden werden muss. Wir haben uns von Anfang an hingestellt und haben gesagt, entscheidend ist nicht die Architektur, sondern entscheidend ist wirklich der Datenschutz und die Frage, ob transparent klar gemacht wird, was mit welchen Daten passiert. Und auch die Frage, was passiert eigentlich nach der App? Weil die App ist ja sozusagen nur ein Tool. Also werde ich zum Beispiel getestet, komme ich gleich nochmal drauf. Also, was müssen wir jetzt tun? Im Prinzip ist jetzt das Entscheidende, dass wir Vertrauen zurückgewinnen und dass wir zeigen, dass wir Technologie auch aus Deutschland und Europa heraus produzieren können. Das wird jetzt nicht einfacher, nur anders. Die Aufgabe ist anders. Vorher gab es bei der zentralen Frage der App Fragen, wie gestaltet man den Server aus? Jetzt haben Apple und Google auf den Endgeräten eine zentrale Rolle bei der Frage, wer kriegt welche Pseudonyme und werden Pseudonyme mit echten Identitäten zusammengelegt. Das heißt, hier muss man jetzt sehr genau und sehr klar ein Projektmanagement in der Bundesregierung vorantreiben. Ich hoffe, dass sich das stark verbessert. Wir wissen ja oft nicht, wer eigentlich für Digitalisierung in der Bundesregierung zuständig ist, da es ja kein Digitalministerium gibt. Jetzt ist es so, dass der Gesundheitsminister Spahn ja federführend ist und das Kanzleramt aber auch einige Koordinierungsfunktionen mal wirklich in die Hand nehmen muss. Ich hoffe, das passiert jetzt schnell. Und ich will jetzt mal ganz kurz darauf eingehen, was Julian mit der App gesagt hat. Ich bin auch im Gespräch, auch mit anderen Startups. Wenn heute die Bundesregierung sagt, ja, wir werden jetzt eine App voranbringen auf der dezentralen Lösung und wir haben jetzt mit der Telekom und SAP gesprochen, dann kann ich nur dringend daran appellieren, dass auch wirklich die Startups, wie ihr, Julian, aber auch alle anderen, mit denen ihr zusammenarbeitet, mit eingebunden werden, weil die Erfahrungen, den großen, große IT-Projekte in die Hand zu geben, ist nicht eine Gelinggarantie. Das hat die Vergangenheit auch gezeigt, sondern es geht um Innovation. Es geht auch um schnelle Innovation. Und das kann große Firmen unter Umständen nicht so gut. Das heißt, jetzt geht es wirklich um ein klares Projektmanagement, um das Einbinden von kreativen und von innovativen Unternehmen. Und meine Bitte auch dann, vielleicht Julian, an euch, das auch sehr transparent von Anfang an nach außen zu tragen. Also, was soll die App wie tun? Wie haben die Menschen Kontrolle darüber? Ich glaube, dass die dezentrale Lösung eine große Chance ist, wenn man dann auch wirklich die Kontrolle über seine Daten auf seinem Endgerät hat und wenn zum Beispiel durch Open Source auch klar ist, was die App auf dem Handy macht und wie verhindert wird, dass zum Beispiel die Betriebssystemhersteller Apple und Google fürs Android eben nicht pseudonyme IDs zusammenführen können am Ende wieder, weil das wollen wir natürlich auch nicht. Wir wollen nicht, dass das Gesundheitsamt vielleicht das ohne unsere Einwilligung weiß, dass wir möglicherweise in Kontakt sind. Wir wollen nicht, dass es irgendwo auf Servern liegt, aber ich will genauso wenig, dass das nachher in US-Konzernen in der Datenbank liegt. Und deswegen ganz wichtig, dass wir da Vertrauen herstellen durch Transparenz bei der Architektur und der Arbeitsweise der App. Und ein ganz wichtiger Punkt, ich habe es gerade eben schon gesagt, ist die Frage, was passiert eigentlich nach der digitalen Tool? Also bekomme ich sozusagen eine Warnung, war ja schön im Film dargestellt, du könntest infiziert sein, weil du hast einen Kontakt gehabt mit einem eindeutig Infizierten. Was folgt daraus? Folgt daraus, dass ich mich freiwillig in Selbstquarantäne begebe. Das kann man erstmal machen. Aber kriege ich dann auch eine Möglichkeit, das zu verifizieren? Also zum Beispiel einen Test. Und derzeit ist es so, dass die Gesundheitsämter die Tests eigentlich nur dann anordnen oder nur erlauben, auch wenn man einen direkten Kontakt hatte und Symptome hat. Und deswegen, ich kenne Menschen, die jetzt zum Beispiel einen Einser-Kontakt, einen Kategorie 1-Kontakt hatten, aber lange nicht getestet wurden, obwohl sie, weil sie keine Symptome hatten. Wir wissen aber, das hat vorhin Ranga Joshua auch gesagt, es gibt eben eine große Anzahl von Menschen, die gar nicht Symptome haben oder noch keine Symptome haben. Und da brauchen wir sozusagen auch
den analogen Teil dazu. Es reicht nicht, nur eine App zu haben. Und wenn man dann später weitere Features dran programmiert, mag das funktionieren. Ich glaube, auch hier ist ein wichtiger Punkt, das muss trotzdem freiwillig bleiben. Es kann nicht sein, dass wir sozusagen mit einer App starten und nachher weitere Funktionen nachschieben. Das ist ein Teil des Vertrauensverlusts jetzt in den letzten 2 Wochen gewesen, weil man von Anfang an über andere Dinge gesprochen hat und dann nachträglich weitere Funktionen, Features nachgeschoben hat. Ich kann das aus der Technologiesicht für die Startups total verstehen, aber wir müssen das auch ganz klar nach außen tragen und wir müssen weiter sagen, solche Funktionen müssen dann auch freiwillig bleiben. Was dann danach passiert mit dem Gesundheitszertifikat, kriegen wir jetzt ja auch gleich nochmal von Ines Manegold und ich bin gespannt. Ich bin jedenfalls der Meinung, die Startups haben tolle Ideen. Ich hoffe, die Bundesregierung nimmt sie auf. Ich hoffe, dass Jens Spahn als Gesundheitsminister da auch ein offenes Ohr weiter hat, vielleicht noch viel stärker als bisher und dass auch insgesamt der Bundesregierung nicht nur die großen alten Konzerne sozusagen aus Deutschland, die es schon immer gemacht haben, die Telekom oder SAP, ist ja kein junger Konzern mehr, dass die vorangehen, sondern dass die Startups mit ins Boot genommen werden und neue Technologie dann auch exportiert wird. Ihr als Startup seid ja skalierungsorientiert. Ihr denkt ja die Sache nicht nur für Deutschland, sondern eben immer weltweit, wenn ihr was entwickelt. Das ist eine große Chance, auch Technologie und digitale Souveränität in der Technologieentwicklung voranzutreiben. So viel von mir zur Einschätzung. Ich freue mich nachher auf eine Diskussion. Ja, Manuel, vielen Dank für das Einordnen auch aus unserer Perspektive der Freien Demokraten und quasi der Politik, auch wenn wir ein Stück weit bei den letztendlichen Entscheidungen am Spielfeld dran stehen, aber da durchaus ja auch proaktiv was tun wollen. Bevor wir gleich zu dem Gesundheitszertifikat kommen und dem, was ja auch in der App schon anklang, also Impfpass und was ich da so gesehen habe, diese zweiten Schritte, so hat es Manuel gerade gesagt, bitte ich mal unser Backoffice mal das Ergebnis der Umfrage zu zeigen. Also wir haben gefragt, würdet ihr denn eigentlich so eine App nutzen? Ja, ohne Einschränkungen, wenn dann nur dezentral, wenn dann nur mit einer zentralen Lösung oder ich würde auf gar keinen Fall so etwas nutzen. Wenn das technisch geht, dann haben wir das, wissen wir jetzt auch, wessen Bildschirm das ist. Das ist quasi unsere Regie im Hintergrund. Und da müssten wir jetzt gleich mal das Ergebnis sehen. Da kann sich derzeit die Ines schon mal warm machen. Sie ist gleich dran, um uns das Gesundheitszertifikat zu zeigen und vorzustellen, also den weiteren Schritt. Technik. Ah, jetzt die vielen Monitore. Jetzt haben wir hier... Okay, 43% würden es auf jeden Fall nutzen. Also die sagen auch, das Vertrauen muss natürlich da sein. Dann nutze ich das, weil es nur dann sinnvoll ist. 30% nur, wenn es dezentral gespeichert wird. 1% würde es auch zentral speichern lassen. Und immerhin 26% sagen, sie würden es auf gar keinen Fall nutzen. Also da können wir ja nachher nochmal drauf eingehen, was wir eigentlich wirklich auch für eine Nutzungsintensität brauchen, um das sinnvoll zu nutzen. Also vielen Dank dafür für die Anzeige. Wir machen jetzt parallel noch eine weitere Umfrage auf zum Thema Gesundheitszertifikat. Und ich freue mich, wie gesagt, dass Ines Manegold jetzt für uns da ist und uns mal erzählt, wie da die Pläne sind und wie es da vorangehen soll. Ah, das ist die schicke Variante. Okay, jetzt kommt hier, sollte das digitale Gesundheitszertifikat eingeführt werden. Sie haben das Wort und das Bild und ich bin raus. Gut, also wir haben heute noch keine ganz so schicke Präsentation, weil wir haben in den letzten Wochen wirklich gearbeitet und gemacht und haben uns auf einen ganz anderen Weg begeben. Wir sind von der Corona-Meldeverordnung losgegangen und haben uns einfach mal angeschaut, was passiert beim ersten Kontakt des Nutzers, des Bürgers mit seinem Arzt, mit seinem Krankenhaus und wie geht's weiter. Und stellen fest, dass wir dort in der Corona-Meldeverordnung ganz interessante Themen haben, nämlich die doppelte Meldepflicht von dem ersten Verdachtsfall bis hin dann zum bestätigten Ergebnis. Und dann beginnt das große Chaos in Deutschland, weil wir in den Gesundheitsämtern immer noch stark analog arbeiten, dass Fax dort die Realität besteht und dass man Faxe dann mühsam zusammensortiert und Ressourcen, die mit Sicherheit auch an vielen, vielen Stellen auch ganz dringend gebraucht werden, dort mit Fax sortieren quasi gebunden werden. Das war so der Ansatz, wo wir losgegangen sind und wir als Verein sind natürlich mit einer bunten Vielfalt von Mitgliedern ausgestattet, was natürlich die Sache viel besser macht, weil man ganz unterschiedliche Aspekte auch bewerten kann. Digitalisierung im Gesundheitswesen
sind ja im Moment noch so zwei etwas schwierige Welten. Wir kommen in einer sehr konservativen Krankenhauswelt an und wir sind mit ganz jungen Startups zusammen, die wirklich auch Dinge bewegen wollen und können. Ja, und als Verein hatten wir das große Glück, dass wir also tatsächlich Vereinsmitglieder gefunden haben, die gesagt haben, wir krempeln jetzt einfach die Ärmel auf, wir machen nicht lange auch keine großen Verträge. Ich kann es also vom Julian absolut nur nachvollziehen. Die haben auch bis heute noch keinen wirklich richtigen Vertrag miteinander. Und jeder hat erstmal gemacht und getan. Und wir sind jetzt so weit, dass wir sagen können, wir binden bereits schon Krankenhäuser ein, natürlich zunächst erstmal aus unserem Mitgliederstamm, dass wir das Angebot tatsächlich auch begreifbar machen. Also wir sind virtuell vielleicht im Moment nicht so schön und können noch nicht so tolle Videos zeigen, aber wir können es tatsächlich schon ins Going Live bringen. Was uns treibt, ist halt eben, dass auch gleichzeitig Daten für die Forschung zur Verfügung gestellt werden, und zwar da, wo sie entstehen, nämlich direkt am Patienten, direkt im Krankenhaus, weil wir im Moment Covid-19 überhaupt gar nicht richtig verstehen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gibt es inzwischen schon roundabout 9 verschiedene Stämme. Und dann wird das Thema mit dem Impfstoff schon alles wieder ein bisschen wabbeliger und schwieriger. Was für uns, wie gesagt, im Vordergrund steht, ist auch absolute Transparenz, Datensicherheit, deshalb Blockchain-Technologie, deshalb sofort das Pseudonym, keine Überlassung der Daten an Dritte ohne Einwilligung, absolut klare und deutliche Strukturen und gleichzeitig aber auch, und das war beim Julian im Film so am Abschluss zu sehen, das ist unser zentrales Thema im Moment geworden, dass man seinen aktuellen Status, und da muss man nun leider sagen, da ist die Medizin im Moment noch nicht ganz so super weit. Wir sind bei einer Reichweite von vielleicht 48 Stunden der Gültigkeit eines aktuellen Statuses, aber der kann ja auch schon mal durchaus helfen. Und wir vorhin gehört haben, am Spielfeldrand stehen, unsere Vision ist, vielleicht kann man auch mit diesem Gesundheitszeugnis relativ schnell wieder ins Fußballstadion. Ja. Wie gesagt, es sind viele Themen, die wir miteinander verknüpft haben, immer am Hand des Weges des Patienten und seiner Daten, quasi von dem Moment an, wo er zum Test geschickt wird, wo er sich mit seinen Daten analog bei jedem Flug, machen sie es im Vorfeld auch. Sie haben im Prinzip ihr Ticket ja schon auf dem Handy, auf dem Wallet, und von da aus gesehen loggen sie sich quasi schon im Krankenhaus ein, wenn es denn dann auch unsere App benutzt, was im Kölner Bereich schon möglich ist. Und bekommen dann auch ihr Ergebnis direkt wieder zurück. Das heißt also, das wird insgesamt deutlich einfacher und deutlich transparenter. Und sie haben es halt eben wirklich verfügbar. Unsere, sagen wir mal, Negativsituation wäre, sie haben ihr Ergebnis auf ihrem Papier und müssen dieses Papier dann vorzeigen. Natürlich kann man sich das und kann man sich diesen Meldeweg auch für viele andere Dinge vorstellen, sodass wir sagen, für uns ist Covid-19 der Initiator, aber es ist mit Sicherheit noch nicht der Abschluss. Wir werden immer wieder die Situation haben, dass wir sagen müssen, bestimmte Erkrankungen, dazu muss man in bestimmten Berufsgruppen bestimmte Nachweise führen, die können wir auch alle mit abdecken. Ja, soweit dazu. Ich freue mich jetzt auf die Diskussionsrunde. Wie gesagt, wir noch nicht mit schönem Video. Wir haben einfach jetzt mal die Ärmel hochgekrempelt und gemacht und hoffen, dass wir in den nächsten 2 Wochen auch die nächsten Krankenhäuser mit einem etwas noch komfortableren Frontend haben. Vielen, vielen Dank für die kurze Einführung in diese in Technologie oder die Idee, die dahinter steckt. Gibt es denn aus dem Reich der Panelisten, also von Manuel oder von Julian, direkt eine Frage, zum Beispiel an die Ines oder andersrum? Ansonsten bringe ich mal so 1-2 Sachen, die im Chat gefragt wurden. Sieht jetzt nicht direkt danach aus, dann nehmen wir mal, oder doch Manuel, das Kamera anschalten, denke ich. Ich wollte mal die Kamera anmachen, ja. Wenn wir die Fragen, wir aus dem Chat nehmen, dann kommen wir sozusagen mal auf die Bühne und dann würde ich vorschlagen lassen, genau. Die Zuschauer. Kommt der Julian noch dazu und dann haben wir so ein bisschen eine Podiumsdiskussions Situation digital.
Eine Frage ist, die jetzt ganz aktuell kam, und das ist eine, mit der wir uns natürlich auch beschäftigen. Das ist ein Stück weit eine Frage an die, die es technisch umsetzen, aber natürlich auch an die Politik, wie wir da verhindern wollen, dass so ein digitaler Gesundheitspass zum Vorzeigen verhindert, dass sie nicht unfreiwillig zu gesellschaftlichen Zwang wird. Also weil ich glaube, die Möglichkeit ist, freiwillig zu nutzen oder eben nicht. Dann habe ich aber eben auch den Pass nicht und kann, ich sag mal, niemanden im Krankenhaus besuchen oder ich kann das nicht tun. Wie schätzt ihr diese Debatte so ein? Wie wir das verhindern können, dass es kein indirekter Zwang wird? Ich weiß nicht, wer zuerst was sagt. Ich könnte dazu was sagen, weil wir haben uns damit sehr auseinandergesetzt, weil das ist ja durchaus auch immer eine schwierige Situation. Im Moment haben wir aber die Situation, ich mache es jetzt mal am Altenheim fest, Altenheimbewohner können keine Besucher empfangen. Ganz ehrlich, wenn ich dort einen Angehörigen hätte, wäre ich durchaus bereit, dieses Gesundheitszertifikat anfertigen zu lassen und dorthin zu gehen. Die andere Alternative haben wir im Moment einfach noch nicht. Und ich meine, da gibt es ja putzige Lösungen mit Glasboxen und Ähnliches. Das sind aber für mich alles nur temporäre Lösungen. Es ist wahrscheinlich schon irgendwo die Gefahr da, dass man sagt, es ist ein indirekter Zwang, aber es ist ja nach wie vor eine Freiwilligkeit. Und wenn ich etwas wenn ich etwas wirklich will und es mir wirklich wert ist, wenn ich den Test gemacht habe oder machen musste, warum auch immer, dann habe ich ihn doch auch gerne bei mir und zwar in einer Form, die ich auch allzeit nutzen kann. Denn das habe ich ja auch beim Julian so gesehen. Da sind wir ja ganz nah beieinander. Wir haben uns mit dem Thema Tracking ganz bewusst nicht beschäftigt und haben gesagt, wir wollen, wenn es denn dann eine anerkannte Lösung gibt, sind wir auf jeden Fall andockfähig. Und wir reden auch schon miteinander seit heute. Genau. Also sehr gut, wie man ja aussieht. sehr gut. Wie ist denn vielleicht noch eine Frage? Die Bundesdruckerei wurde erwähnt. Da waren wir mal positiv tatsächlich überrascht. Wir haben im Deutschen Bundestag einen Antrag gemacht für einen smarten Personalausweis, der ja vielleicht auch wie die erwähnten Bordkarten und Kreditkarten und was man nicht so alles auf dem Handy hat, könnte da ja auch funktionieren. Und da war ich positiv überrascht, dass mir dann der Bundesdruckerei gesagt wurde, ja, da gibt es ganz, ganz tolle Projekte, die sind eigentlich auch, ich sag mal, nicht ganz fertig, aber die sind in der Schublade. Es fehlt halt nur noch so der politische Wille, die politische Entscheidung. Wie ist denn das bei dem Gesundheitszertifikat nochmal genau? Wie ist da der Workflow? Wer sagt da, macht das oder macht ihr das einfach? Ich glaube, das könnte man nochmal so ein bisschen konkreter den Leuten sagen, wie das abläuft. Also mit der Bundesdruckerei haben wir auch eine ganz, ganz offene und im Projekt eine ganz starke Projektkommunikation, bezieht sich insbesondere ja auf die Authentifizierung, ne? Also dass ich also nicht jetzt als Clara Müller mich einlogge, sondern als Ines Manegold, wenn ich tatsächlich den Workflow bei mir auf dem Handy beginne. Und die Zusammenarbeit mit der Bundesdruckerei ist unheimlich unkompliziert. Also muss ich einfach ganz großes Kompliment, also es ist wirklich hervorragend. Sehr gut, vielen, vielen Dank. Es gab da noch Fragen auch an Julian, an dich, wie das ist, wem gehören die Daten, wer hat die Nutzungsrechte, wo werden sie gespeichert? Einer fragte, wofür braucht ein Server, wenn das dezentral auf den Handys gespeichert ist? Vielleicht kannst du da versuchen, nochmal so im einfachen Format zu sagen, wie das funktioniert, weil wie gesagt, das Hauptthema war ja Vertrauen. Das heißt, es muss genutzt werden und wir müssen Vertrauen dazu haben. Wir müssen aber, glaube ich, auch immer im Hinterkopf behalten, in was für einer Situation sind wir gerade. Also wie gesagt, wir machen einen großen Feldversuch, wo wir mal so pauschal erstmal alle zu Hause in Hausarrest stecken. Das ist ja auch eine ordentliche Einschränkung von Freiheitsrechten. Und jetzt suchen wir eine Lösung und hoffen, dass wir nicht nur die Probleme sehen, sondern irgendwie auch mal die Lösung voranbringen. Aber vielleicht, Julian, kannst du da noch mal zwei, drei Sätze dazu sagen? Also vielleicht erstmal zu dem ganzen Thema Daten und wie hören die und so, weil das war ja so total verwirrend in den letzten Wochen, was da passiert ist. Also letztendlich hat sich die Bundesregierung jetzt für einen dezentralen Ansatz entschieden und der Unterschied ist, dass die Schlüssel, mit denen letztendlich der Nutzer identifiziert wird, auf dem Endgerät generiert wird und nicht auf einem Server, der von jemandem sozusagen kontrolliert wird. So dass wir beim dezentralen Ansatz letztendlich eher die Macht bei den Geräteherstellern haben, als bei dem, der den Server
kontrolliert. Ja? Aber auch beim dezentralen Ansatz braucht es einen Server. Und dieser Server wird benötigt dafür natürlich, dass die Leute, mit denen ich mich getroffen habe, also die Kontaktliste, wenn ich mich positiv bestätige, dass die auch benachrichtigt werden über eine Nachricht in ihrer App. Aber der Server ist ein ganz, ganz einfacher Server und der wird gerade von T-Systems aufgesetzt und ist letztendlich nicht wie im zentralen Ansatz geeignet für epidemiologische Forschung und kann zu Analysen genutzt werden. Das ist dann genau auch dann die Frage, wie schaffen wir es dann in diesen Ansatz, das ist heute technisch noch gar nicht gelöst, also Apple und Google sind immer noch dagegen, dass man diese Daten, die dann dezentral nur verfügbar sind, in irgendeiner Art und Weise der Forschung, wie Jens Spahn gesagt hat, über eine Datenspende zur Verfügung stellt. Das ist heute technologisch noch gar nicht gelöst, wahrscheinlich die größte Herausforderung und wahrscheinlich der Grund, warum, wenn die App live geht, die App auch ganz wenig Funktionen nur hat und die Datenspende noch gar nicht ermöglichen kann, weil wir da ein Entgegenkommen von Google und Apple benötigen. Und nur so sind die Daten auch nutzbar für Forschungszwecke von Leuten, die freiwillig Daten spenden wollen und damit dann anonymisiert das Ganze abgeben können. Aber man muss schon sagen, aus datenschutzrechtlicher Sicht ist das wirklich alles super aufgebaut. Leider gab es sehr viel Verwirrung, was zu Vertrauensverlust in den letzten Wochen geführt hat. Aber die endgültige Lösung ist eine gute. Da kann jeder auch sicher sein, dass seine Daten in seinem Besitz bleiben. Vielleicht noch zwei Fragen. Eine, wie kriegt man das hin? Manuel hat es vorhin angesprochen. Leute haben ja manchmal auch größte Kritiker, jede Menge Apps, die sie tracken und noch viel mehr Sachen machen auf ihren Handys, völlig freiwillig installiert, weil sie da ihre Navigation darüber machen oder in andere Dinge. Das heißt, muss natürlich sicher sein, dass nicht irgendwann mal eine Möglichkeit gibt, das sozusagen parallel zu schalten, zu sagen, okay, das ist die Google-ID, die dazugehört. Das andere ist zwar dezentral gespeichert, aber im Endeffekt weiß Google dann trotzdem, was los ist. Das ist die eine Frage. Und die zweite ist, wie kriegen wir es hin? Wenn wir hören, selbst Singapur und wer Asien kennt, weiß, dass dort teilweise unangenehm die Mobiltelefone in den Vordergrund rücken. Also bis in alle Altersschichten werden sehr stark Smartphones genutzt. Jetzt, also in meiner persönlichen Betrachtung werden es auch immer mehr, aber ich denke, eine gerade so große Gruppe, gerade die Risikogruppen, ältere Leute, die mal nicht so eben mal eine App installieren, die im Zweifel aber gar nicht richtig verstehen, was da eigentlich passieren soll. Wie kriegen wir denn diese Durchdringung hin, wenn wir auf der einen Seite schon von denen, die zwar Handys und Mobiltelefone nutzen und Smartphones, viel Skepsis haben und die anderen können es technisch nicht, weil sie überhaupt kein Smartphone vielleicht haben. Also wie kriegen wir das hin? Also vielleicht ganz kurz, ich denke gerade so die ältere Generation, die ja immer so als Smartphone-unaffin dargestellt wird, ich glaube, die sind total affin, weil sonst wird die Kommunikation mit den Enkeln nicht mehr funktionieren. Also ich glaube, da sind wir schon gar nicht mehr so undurchdrungen. Ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Altersgruppen. Ich würde es überhaupt gar nie irgendwo an einer Altersgruppe festmachen. Das ist natürlich auch immer die Frage der Netzverfügbarkeit etc. Ich meine, wir sind jetzt alle irgendwie im Homeoffice und ich habe das doch große Glück, inzwischen ganz gutes WLAN auf dem Land zu haben. Das ist natürlich ein Riesenthema, weil das wird, und das hat ja die Digitalisierung auch in vielen anderen Bereichen unheimlich gebremst. Also da bedarf es erstmal so richtig ein paar Schübe nach vorne, weil es nutzt mir nichts, wenn ich ein Smartphone habe und keinen Empfang. Da bin ich also dann direkt ja draußen, dann brauche ich auch kein Smartphone mehr. Und ich glaube, dass es nicht wirklich eine Frage ist von Alter, sondern es ist eine Frage von Sinnhaftigkeit. Wenn ich die Sinnhaftigkeit erkenne, mein vielleicht etwas in die Jahre gekommenes altes Mobiltelefon durch ein moderneres Smartphone zu ersetzen, dann wird das auch passieren. Also eine Verordnung kann man es mit Sicherheit nicht. Und all das, was Sinn macht, wird es sich durchsetzen. Also ich meine, wir erkennen das ja bei vielen anderen technischen Themen. Das, was als sinnstiftend von dem Einzelnen erkannt wird, wird auch dann umgesetzt. Vielleicht technisch, brauchen wir denn überhaupt Netzversorgung tatsächlich bei Bluetooth und GPS oder so? Oder geht es auch ohne Netz? Also diese reine Tatsache, wo war ich und wer war in der Nähe, müsste ja, ist jetzt hier so laienhaft, wahrscheinlich sogar funktionieren ohne Mobilfunknetz, oder? Ja klar, aber die Datenspendefunktion würde nicht funktionieren. Das nicht. Die reine Tracing. Was ich vielleicht kurz sagen möchte, ist, die Durchdringung in Deutschland ist riesig, ja, von Smartphones. Also in den Zielgruppen, in den relevanten Zielgruppen haben wir 8% kein Smartphone. Ja. Und ich glaube, was wir jetzt brauchen,
Das ist das größte Digitalprojekt Deutschlands aller Zeiten. Ja, und dadurch, dass wir Interoperabilität benötigen, eigentlich das größte Digitalprojekt der Welt. Mhm. Ja? Und was wir jetzt aber wieder auf Deutschland bezogen nur brauchen, ist, wir müssen jetzt Einheit zeigen. Wir müssen in der Politik Einheit zeigen, in der Gesellschaft Einheit zeigen und wir müssen alle dahinter stehen. Und deshalb müssen wir Vertrauen gewinnen. Und Vertrauen bedeutet, wir müssen es schaffen, die richtigen Messages in die Bevölkerung zu bringen und allen Leuten wirklich klar zu machen. Und es ist auch gut, dass viele Skeptiker da sind. Wir brauchen das, um besser zu werden und um mehr Vertrauen zu schaffen oder besser noch unsere Lösungen zu entwickeln. Aber wir brauchen jetzt eine Einheit, deshalb heißt unsere App auch eins, ja, eins gegen Corona, damit wir das schaffen. Und da fordere ich alle politischen Parteien auf, am Ende hinter dieser Lösung zu stehen. Da fordere ich alle Wissenschaftler auf, am Ende hinter dieser Lösung zu stehen, zu verbessern zu wollen, aber sich nicht dagegen zu stellen, weil damit, das haben wir in den letzten Wochen gesehen, geht sehr viel Vertrauen verloren. Wir haben bei 70% angefangen, Zustimmung, wir sind bei unter 50%. Ja, Zustimmung heute, also ein bisschen noch geringer als das, was wir gerade gesehen haben. Wir müssen auf ungefähr 60%, damit das richtig gut funktioniert. Also alle zusammen jetzt, ja. Ich denke mal, das Thema Vertrauen ist genau das Thema. Und da haben wir halt eben den großen Vorteil, dass bei uns auch direkt Kliniken auch dahinter stehen, die ja per se auch schon mal Vertrauensvorschuss haben. Also ich habe es ja vorhin schon gesagt, Julian, ich kann das unterstützen. Wir haben ja immer gesagt, wir wollen eine App, aber es geht natürlich nicht, und das will ich auch schon kritisch anmerken, dass man zu verschiedenen Phasen einer App-Entwicklung unterschiedliche Dinge nach außen trägt. Das war, wenn man es jetzt positiv formuliert, das Learning der Bundesregierung, hoffentlich für die Bundesregierung selbst. Es betrifft nicht die App-Entwickler. Sondern es war einfach katastrophal kommuniziert, zu sagen, wir machen eine reine Tracing-App. Zwei Tage später wird dann gesagt, ja, wir machen aber eine Quarantäne-Überwachungs-App. Ich wurde oft gefragt, über welche App reden wir denn eigentlich gerade? Das wird draußen von den Menschen, die sich einmal am Tag 15 Minuten mit Politik beschäftigen und mit den Dingen, die Tagesnachrichten sind, nicht klar. Und das darf nicht wieder passieren. Deswegen, ich sehe das positiv, aber bitte von Anfang an, ihr macht das, ihr sagt klar, wohin ihr wollt. Und die Frage ist halt, sagt die Bundesregierung das jetzt auch? Und da bin ich sehr gespannt. Ich hoffe, dass das nicht nochmal passiert und dass ein besseres Projektmanagement einsetzt, weil die Zeit, die wir haben, ist begrenzt, um diese App zu entwickeln. Und auch wenn Ranga Yogesh war vorhin pessimistisch war, dass es schnell eine Impfung gibt, egal wie lange es dauert, darf nicht sein, dass die App nach der Impfung kommt, weil dann haben wir, glaube ich, verloren digital. Ich glaube ja auch, Vertrauen ist, der bekannte Soziologe Niklas Luhmann, der hat mal Vertrauen als Reduktion von Komplexität sozusagen definiert. Ja, der hat also gesagt, weil wir ja gar nicht, wird ja verrückt, wenn ich alle Eventualitäten, die im Leben passieren können, immer ständig auf dem Schirm habe. Und deswegen vertraue ich bestimmten Leuten, dabei ich aber davon ausgehe, das wird schon alles hinhauen. Den Zustand zu erreichen ist natürlich kein einfacher. Wir werden das kritisch beobachten. Wir haben ja vielleicht auch die Hoffnung, Manuel, vielleicht du als Digitalausschussvorsitzender, denkt man, du musst doch die Informationen viel eher bekommen als wir alle. Und vielleicht auch so eine Frage morgen ist, die Staatsministerin für Digitales, Dorothee Bär, die ist morgen im Digitalausschuss in der Sondersitzung. Kannst du uns schon sagen, was du sie fragen wirst? Weil das ja vorhin schon so angedeutet, die Informationspolitik ist, wir waren eine lange Zeit sehr, sehr staatspolitisch seriös und haben gesagt, wir unterstützen in der Krise, aber so ein bisschen könnte das ja besser laufen. Und die Themen, die wir immer ansprechen, kriegen ja einen leichten so ein Turbo im Moment, weil jetzt viele verstehen, aha, okay, ich muss die Transformation eben doch selber bringen. Ich kann nicht noch abwarten und komme vielleicht noch bis in die Rente ohne diese digitalen Sachen. Nur was, vielleicht kannst du das mal so, was wird denn morgen ein Schwerpunkt sein zum Beispiel? Ja, ich erwarte mir morgen schon eine Antwort auf die Frage, was will die Bundesregierung jetzt denn genau? Weil das, was heute veröffentlicht wurde, war ja offiziell, dass die Bundesregierung jetzt mit der Telekom und SAP zusammenarbeitet, was nicht im Tickermeldung drin stand, war, wir haben jetzt die Startups, die coole Sachen entwickeln. Den Teil habe ich leider vermisst in der Meldung. Das werde ich morgen ganz konkret nachfragen, weil das kann nicht sein, dass man die Großen nennt und diejenigen, die Innovation bringen, einfach unter den Tisch fallen lässt. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Teil ist auch gerade schon gefallen. Das ist nämlich die Frage, und du hast gerade selbst gesagt, der digitalen Transformation.
wenn Gesundheitsämter ihre Meldungen heute noch faxen an das RKI oder faxen an die Landesstellen und dann das womöglich weiter gefaxt wird. Wir kennen das auch selbst vom Bundestag. Das Fax ist ein beliebtes Instrument. Im Bundeskanzleramt wird noch Rohrpost verschickt. Wir wollen aber schneller sein. Und deswegen ist die Frage, wie kriegen wir das hin? Und meine Frage wird morgen natürlich auch sein, ich nehme auch an, dass die Fraktionen das morgen auch fragen werden, wie werden transformierte Prozesse aufgesetzt? Weil wenn wir wollen, dass in der App das Ergebnis einer Corona-Tests angezeigt wird, dann funktioniert das nicht, indem das Gesundheitsamt das an die App faxt. Und da müssen noch einige Voraussetzungen geschaffen werden. Und da ist schön, wenn man darüber spricht, dass es sowas geht. Aber wenn am Ende die Verwaltung, die einzelnen Ämter, die einzelnen Prozessketten lauter Medienbrüche haben, dann kommen wir da nicht weiter. Und deswegen ist das jetzt eine Riesenchance, auch das als Innovationsschub zu begreifen in vielen Bereichen. Der setzt allerdings auch einen Investitionsschub dann voraus an vielen Bereichen, und zwar nicht nur geldlich, sondern vor allen Dingen in der Art und Weise, wie gedacht wird. Weil was wir, glaube ich, gemerkt haben, und das ist mein Satz, seitdem ich im Bundestag bin, wenn ich wieder Verwaltung zu tun habe, vieles ist kein technisches, sondern ein verwaltungstechnisches Problem. Und das müssen wir abschaffen. Ja, vielen, vielen Dank, Manuel. Vielen, vielen Dank an alle, die teilgenommen haben. Die Zeit, wir sind ein bisschen drüber über der eigentlichen Zeit, die wir dafür verbringen wollten. Die Umfrage sage ich nur ganz kurz, wir blenden sie nicht mehr ein. Also ist 50-50 ausgegangen. So die Hälfte würde so ein Gesundheitszertifikat nutzen, die andere Hälfte nicht. Aber ich glaube, da ist noch viel Aufklärungsarbeit notwendig. Ich danke euch, dass ihr teilgenommen habt. Ich danke dem Ranga und dem Christian, die sind nicht mehr da, in die Ferne, für den Impuls. Ich finde, wir haben so eine digitale Veranstaltung hier schön auf die Beine gestellt. Wir hatten viele, viele Teilnehmer auf allen Kanälen, auf YouTube, auf Facebook, auf unserer Fraktionsseite. Wir werden also da auch weiter an uns arbeiten und uns auch immer weiter digital transformieren und die Leute einbinden. Es sind eine Menge Fragen, die beantwortet werden konnten. Alle gingen nicht, aber die kriegen alle eine Antwort auch von uns in den jeweiligen Formaten. Wir nehmen mit, dass wir, glaube ich, Zuversicht auch mal ausstrahlen müssen. Jetzt haben wir als Politik viel Angst gemacht und die Leute vielleicht auch ein Stück weit jetzt verängstigt. Und jetzt müssen wir zeigen, wir haben Möglichkeiten. Nicht nur die mittelalterlichen, die Ranga vorhin gezeigt hat, mit den Masken und der Quarantäne, sondern es gibt also quasi auch Digitalisierung, die viele unserer Probleme und Herausforderungen lösen kann. Wir werden das weiter voranbringen. Wir werden es aber auch bei aller Einigkeit, auch Julian, dass du das wünschst, trotzdem, und da glaube ich, spreche ich auch in Manuels Namen, kritisch immer beobachten. Das ist auch wichtig, das zu tun. Aber wir werden unseren Beitrag leisten, dass wir es nicht zerreden, weil ansonsten gibt es die App einfach da nicht aus Deutschland. Ich meine, das ist so der typische Weg, den es ja meistens nimmt. Die gibt es dann irgendwann, die wurde in anderen Ländern gemacht, wo man dann ein bisschen fixer ist und wo wir eben nicht in jeder Lösung das Problem zuerst finden. Das nehmen wir mit. Wir nehmen auch mit, dass die Debatte Wissenschaft versus Politik nie aufhören wird. Ich meine, wir haben die in anderen Fällen ja ganz genauso. Wissenschaftler haben halt immer das, in ihren Augen den Vorteil, dass etwas richtig oder falsch ist. Wir Politiker haben es nicht so einfach. Wir müssen die Dinge den Menschen erklären. Wir müssen daraus politische Entscheidungen formulieren. Wir müssen den Menschen auch erklären, warum sie was wie tun sollen. Deswegen ist auch so ein Disput, der vorhin da zwischen Christian und Ranga entstanden ist, eigentlich ganz, ganz wichtig, weil er eben so zeigt, in was für unterschiedlichen Rollen man jeweils ist. Und wir haben halt zum einen auch die Menschen, ich komme aus Sachsen-Anhalt, im ländlichen Raum, wo wir nahezu keine Infektionsfälle haben und die sowieso in einer Umgebung wohnen, wo soziale Distanzierung schon relativ oft stattfindet, einfach weil die dünn besiedelte Regionen sind, und die müssen einfach mitgenommen werden. Und ich glaube, wir brauchen da unterschiedliche Ansätze. Ich wünsche allen noch einen wunderschönen Abend. Ich weiß nicht, wie viele Videokonferenzen und so sollen noch kommen. Ansonsten allen, die zugeschaut haben, vielen, vielen Dank. Kommentiert gern weiter auch nochmal, was wir besser machen können, anders machen können, was für Themen ihr euch wünscht. Und ich freue mich, in den einen oder anderen auch mal wieder im Real Life zu sehen. Aber auch dieser Weg gibt uns ja eine gute Möglichkeit, in Kontakt zu bleiben und uns auszutauschen. In diesem Sinne weiterhin Hände waschen und gesund bleiben und fröhlich bleiben und zuversichtlich bleiben. Ich glaube, das ist auch eine Botschaft, die auch mal ganz gut tut. Vielen, vielen Dank in alle Richtungen für die Teilnahme und ja, bis bald. Tschüss. Schönen Abend. Tschüss. Tschüss. Dankeschön.